herzlich willkommen zum Kneipenquiz live aus dem Delphi Showpalast. Wow. Ja, so hört sich echter Applaus an. Ich hoffe, das überträgt sich auf euch zu Hause. Wir sind heute hier für eine ganz besondere Ausgabe von unserem Kneipenquiz. Zunächst mal haben wir gesagt, wir sind jetzt erwachsen, scheiß auf Rülps, es ist nur noch das Kneipenquiz. Warum machen wir das? Ganz einfach, denn Rocket Beans TV wird heute 4 Jahre alt. Ja. Grund genug für einen Kneipenquiz, der ganz besonders... Sind wir älter als Knut eigentlich? Wir haben es noch nicht rausgefunden. Wie alt ist Knut geworden? 5. Dezember 2006 geboren. Wer kann 2006 geboren, wie alt ist er geworden? Das brauche ich jetzt. Wir sind jetzt zu zweit, aber schlechter. Ja. So, also das sind meine kleinen Rechercheratten, die heute hier an der Bar sind, die mir helfen werden, die spontan einspringen werden, wenn es für mich moderativ dünn wird. Oder die sagen, Moment mal, Andreas, jetzt könntest du dich deine Karriere kosten, brich den Gag ab. An meiner Seite heute mal wieder der wunderbare Fabian Krane und René Tüten. Ja. Und alle, die hier vor Ort sind, erstmal schön, dass ihr überhaupt da seid. Ihr spielt heute alle mit, ja? Ihr habt alle vor euch Bögen zu liegen und Wimpel zu liegen. Komm, hier ist der Erste. Hier, komm, wir gucken mal kurz, wie das hier aussieht, ja? Hier, Leute. Zeigen wir das einmal. Was hat, guck mal, ich gucke mir mal. Das sind die Bögen, die zeige ich gleich nochmal. Hier sehen wir The Cake is a Lie. Ja. Kreative Teamnamen, Dynamo Tresen. Oh, wow, okay. Okay. Vielleicht jetzt spontan, ich sage jetzt schon, es gibt noch einen Sonderpreis für den kreativsten Teamnamen. Was sehe ich denn da? Guck mal kurz. Okay, Bonjour. Warum 2W? Ich habe kein Mikrofon, also ist egal. Okay, offizielle Schreibweise jetzt. Offizielle Schreibweise jetzt? Ah, okay. Grüße an die Kollegen natürlich. Was haben wir hier noch für geil? Royal Beans. Gut, das ist nur wirklich ein bisschen easy, ne? Aber trotzdem habt ihr schon... Ja gut, es ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, also, das dazu. Ihr seht die Wimpel. Schreibt gerne auf eure Antwortbögen auch euren Teamnamen. Denn... Fabian und René werden die nach den jeweiligen Runden einsammeln. Außerdem werden sie heute unterstützt. Wir haben ein etwas größeres Team. Was machen wir heute eigentlich? Ganz einfach, wir machen ein schönes Kneipenquiz mit, ja, mit Pep, würde ich mal sagen. Mit ein paar Special-Fragen. Insgesamt etwas weniger Fragen. Normalerweise kennt ihr das. 30 Fragen. Heute gehen wir da ein bisschen runter, streichen jeweils 2, kommen dann auf 8 Fragen pro Block. Das sind insgesamt 24 Fragen. Dafür ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Spaß. Das war der Trade-off. Wir haben gesagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr Spaß. Wie viele Fragen kostet uns das? Ja? Ja. Also insgesamt Antwort 6. 24 Fragen. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, alles schön gut, aber soll ich mir jetzt 3 Stunden den Links angucken? Ist das das neue Sendergesicht? Keine Angst. Wir haben sie natürlich hier. 5 Teams, die hier um den Sieg antreten werden. Und, das wird in der Post rausgeschnitten, keine Angst. Und ihr, liebe Community, die hier an den Tischen sitzt, ihr könnt natürlich auch mitraten und wir werden den Sieger unter euch küren. Ja, wir können natürlich nicht so richtig beweisen, dass ihr nicht bescheißt, aber trotzdem könnt ihr am Ende was gewinnen. Kommen wir nun zu unserem ersten Team. Ein Team, das... 2-mal schon gewonnen hat, hier bei dem Kneipenquiz. Ein Team, das nicht mehr wegzudenken wäre, rund um Etienne. Das Team Wissen ist Macht Spaß! Mach schnell, ne? Marc. Dankeschön. Hi, Lisa. Schön, dass ihr da seid. Nehmt gerne Platz, ihr Lieben. Marc, heute schon fleißig gearbeitet für das 1000. Moin Moin. Mal ein kleiner Applaus für Moin Moin. Heute 1000 Folgen alt geworden.
Eddie, greif dir ruhig schon mal das Mikrofon, denn eine lockere Smalltalk-Frage, die nirgendwo hinführt, erwartet dich schon. Was denkst du heute? Nö, also, was? Reicht das heute für den Sieg? Ja, also ich meine, guck dir das Team an. Ich will jetzt auch nicht, in dem Moment, wo man zu positiv über sein eigenes Team redet, klingt das ja auch abwertend gegenüber den anderen Teams. Ja. Aber sind wir ehrlich. Das ist dein Motto eigentlich, ja. Ich weiß ja, wer da noch an den anderen Tischen sitzt. Und ich meine, Team Heiden, endlich da, wo sie hingehören. Ja. Zum Fußvolk. Was denn? Was denn? Ah, gut. Die können nicht abstimmen, wer gewinnt. Es ist egal. Ja, aber da sehe ich doch schon wieder. Es ist egal, wie sie uns finden. In dem Sinne, ihr könnt gerne dem Supporter-Club beitreten, wenn ihr Eddie weiter unterstützen wollt. Gut, also, Dankeschön, Etienne. Wir werden noch genug von deinem Team heute hören, das wieder hochkarätig besetzt ist. Team Nummer 2, ein Team, das nicht mehr wegzudenken ist aus dem Kneipenquiz, außer es kann halt mal nicht. Heute wieder dabei, heute auf der Jagd nach dem ersten Sieg. Das Team, die Kollegen von Game 2 feiern bald die 100. Ausgabe. Heute sind sie nochmal hier und sagen, wir stellen uns nochmal ordentlich einen rein. Team Fuchtmariechen. Ja. Hallo Simon, Colin, Matthias, Markus und Micha. Alle Namen habe ich parat. Ich habe alle Namen parat. Nehmt gerne Platz. Wird schon direkt hier rumgezickt. Heute in der... Voll die psychologische Kriegsführung. Da wird man direkt... Kriegt man einen in die Nieren, wenn man hier vorbeigeht. Wir sind noch ein Team. Also wir sind ein Team. Heute einige Debütanten da beim Team Funkmariechen. Beim Geburtstag, da lässt sich der Chef auch mal blicken. Colin heute dabei, Micha Reinke dabei. Ich hätte jetzt einen Gag machen können und sagen, Micha Reinke dabei, aber sparen wir uns. Colin, erzähl mal, wen hast du denn heute mitgebracht und was ist das ausgegebene Ziel? Ja, das Ziel kann natürlich nur standesgemäß der Sieg heute sein. Ja. Und ganz kurz zu euch, wir haben nämlich einiges an Ellbogen mitbekommen auf dem Weg. Wer nur noch Gewalt als Sprache hat, hat nichts zu sagen. So. Und ja, fürs Protokoll Internet, diesen Spruch habe ich mir gerade ausgedacht. So, ja. Also wir haben eine fantastische Runde hier. Aber das ist, also mit Markus und Matthias, zwei sehr erfahrene Kneipenquiz Menschen, sag ich jetzt mal. Und im weiteren Sinne, Menschen. Und vor allen Dingen, Markus, auch bekannt, der hat einfach mal unter den letzten 3 Jahren mal eine Zeitung gelesen, weiß also auch Sachen, die noch nicht so lange her sind. Das war in den letzten Folgen oft ein Vorteil. Ja, okay. Also es sind Tiere und Kacke und Zeitung, genau. Ah, also wie bei Game 2 eigentlich der Alltag. Ja, und Micha Reinke natürlich, wir beide debütieren hier, glaube ich, als Einzige im Team, ne? So, alles klar. Micha Reinke kam mir vorhin schon wieder mit einer Perücke entgegen. Man ist schon gar nicht mehr schockiert, was er heute für ein Outfit anhat. Aber wir wissen, der Mann weiß viel. Wir kommen zum dritten Team. Ein Team, das bei der ersten Ausgabe vom Kneipenquiz gewonnen hat. Damals in anderer Konstellation. Hälfte entlassen inzwischen. Egal. Trotzdem freuen wir uns auf das Team, angeführt von Nils. Benjamin Bierchen. Noch Bier holen. Da ist er. Ja, Marco, gerade noch Bier holen gewesen. Schön, dass du es auch geschafft hast. Donny, Sophia, Moritz, Nils als Team-Captain, Benjamin Bierchen, die Erfolge liegen lange zurück. Ja, das ist so ein bisschen wie beim HSV. Warum reicht es dennoch? Warum direkt dieser Tritt in die Eier? Ich verstehe das nicht. Bei jeder Gelegenheit reiner. Das stimmt. Das liegt lange zurück. Aber das liegt auch daran, dass wir in der ersten Runde so imbar waren, dass das Team danach direkt zerschmettert wurde. Wenn du mal guckst, ich glaube, 3 der Mitarbeiter aus dem Tisch sind gefeuert worden, weil wir so gut waren. Und jetzt ist es das Comeback. Ja, aufgefüllt mit dem
was noch da war. Aber das ist ja auch eine Position heraus, ja, aus der man im Windschatten der Arroganz der anderen, ja, irgendwie nach ganz nach vorne preschen kann. Und ja, ist alles drin für uns heute. Das Große. Das muss man sich verdienen. Fühlst du dich angesprochen, Etienne? Du hast mich angeguckt und auf mich gezeigt. Lass mein Team in Ruhe. Also das schon los hier, du. Das große Reste-Quissen bei Benjamin Bierchen. Und wer hätte gedacht, dass dieser junge Mann im Samtpulli noch dabei ist? Ne? Fünf Folgen später. Moritz auch dabei. So, kommen wir zu unserem vierten Team. Ein Team, das auch in wechselnden Konstellationen hier schon angetreten ist. Für Gaming-Expertise steht eigentlich rund um Max, der inzwischen gar nicht mehr dabei ist. Egal, hier ist das Team rund um Booty Gaming to the Max. Nicht für mich? Hey Gregor, wir, Sandro, Wolf, wir haben uns doch gar nicht gesehen. Schön ist das. Okay, wow. Ich freue mich auch. Hi. Du hast aber meine Andreas. Hotelnummer, ne? Andreas. Wer redet hier überhaupt? Da weiß, da weiß man schon, wer Manieren hat hier. Ja. Manieren, ne? Manieren und Wissen. Das sind die beiden Bausteine, aus denen Gaming gemacht ist. Danke, Daniel Budimann. So, erzähl mal, wen hast du, Budi, wen hast du heute dabei und wie schätzt du dein Team ein? Denn wir sehen zum Beispiel Wolf, früher bei einem anderen Team aktiv, jetzt hat er endlich das Licht gesehen, ist so ein bisschen wie bei Scientology ausgestiegen, ja, und man holt ihn wieder zurück in die Gesellschaft heute. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Also wunderbares Team, unser Name ist richtig kreativ, Gaming to the Max, ja, ohne Max. Wir spielen das hier einfach easy peasy runter. Also diese Konstellation ist zusammengewürfelt, brauchen wir nicht drüber reden, wir haben in dieser Konstellation noch keinen Kneipenquiz gemeinsam bestritten. Ja, aber fuck that, ey, wir machen das einfach ganz easy peasy weg, oder nicht? Auf jeden. Ja, siehst du. Gut. Da haben wir auch die vorgeschriebenen Zeilen gehört. Dankeschön. Bitteschön. Dann kommen wir zum letzten Team. Ein Team, ja, ohne dass das Kneipenquiz nicht das ist, was es heute ist. Seien wir noch mal ganz ehrlich. Sie sind die Avengers. Sie sind der FC Bayern. Erfolgsverwöhnt. Mussten jetzt einige Talente abgeben. Aber in den letzten beiden Saisons hat es nicht mehr so ganz funktioniert. Egal. Auch vom Sympathiegrad her, so wie der FC Bayern. Herzlich willkommen, Team Heiden! Hey, Daniel Schreckert, schön dich zu sehen. Tobi Escher, Gino Mino, schön dich zu sehen, Mann. Perfekt, ja? Yes. Ja, ist hier auf der Bühne ist leider sehr voll auf der Bühne. Ich glaube, ihr müsstet da mal Platz nehmen. Ja, das ist leider. Wir haben leider nur die Möglichkeit, vier Tische hier auf die Bühne zu stellen. Was? Wer hat das gesagt? Beschwert euch mit Mikrofonen in der Hand, bitte schön, wie es das gehört. Ja, also Eddie hat gerade zu Recht. Also ich möchte nur einmal auf die sensible Situation da unten hinweisen. Ich will keinem was unterstellen, aber sind umzingelt von zwielichtigen Gestalten, die alle irgendwie dann, da, keiner darf, da, nein, ich beleidige die ja nicht. Ich sag ja nur, hört bloß auf zu bescheißen und sagt denen nichts vor. Die haben bislang immer geschummelt. Gerade der Gunnar, du hast schon wieder irgendwas ausgehängt. Ich sehe es dir doch schon an. Irgendwas. Gunnar, möchtest du dich verteidigen? Den Teams muss da hier oben noch die Handys abgenommen werden, oder nicht? Ja, das ist so ganz immer. Völlig richtig, Gunnar hat den Rundown gelesen. Also, gerade René schreitet zur Tat. Schau auch ich. Jetzt no. Versuchen wir wieder eure Handys einzusammeln, Leute, um sie während der Sendezeit günstig zu verscherbeln und gegen baugleiche Handys auszutauschen. Natürlich. Die dort erhaltenen Daten geben wir dann weiter an unsere Freunde, die Journalisten. Hast du zwei Handys? Und da wird das ein letztes sein. Selfie gemacht von Viet. Come on, Tino macht auch noch mal eins. Jetzt sieht man ganz genau, guckt euch die Influencer hier an, ja? Gerade wieder ein bisschen Proteinpulver zugeschickt bekommen. Sehr gut. Wolf. Also,
Handys müssen weg. Das ist, ne? Was? Handy weg? Unangenehm. Handy weg, es ist resolut. Der Colin hat noch hier, Colin. Und vergesst mir Team Heiden nicht. Ich hab's gestapelt. Ich hab kein Handy dabei. Okay, ganz kurz. Gunnar sagt, er hat sein Handy nicht dabei. Rektalanalyse. Ganz kurz. Gunnar hat safe ein Handy dabei. Krane, was, du gehst gerade nicht ohne das Handy von Gunnar. Ja, ich rufe ihn live in der Sendung an. Ist mir egal. Er ruft dich doch nicht an. Oh Gott. Na gut. Gunnar. Gunnar. Come on, Gunnar. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? 11 Monate oder so. Der hat doch... Gunnar hat safe sein altes Handy mit oder so. Check das nochmal, Krane. Check den Typen nochmal. Fass ihn an. Na gut, okay. So, 30 Leute abgesucht. Wie immer haben wir 14 Handys oder so eingesammelt. Ja, das ist völlig egal. So, dann würde ich sagen, 24 Fragen warten auf uns. Es werden ein paar Aktionen dabei sein. Es wird heute ein bisschen aufwendiger sein. Also Leute, nehmt euch nichts vor. Handball ist gestorben für heute, ja? Wir fangen an, würde ich sagen, mit dem ersten Block von unserem Kneipenquiz. Runde 1. Ist da keiner mehr? So. Du bräuchst noch mal ein Stift. Ein Stift. Ein Stift. Eins fehlt. Ein Handy fehlt. Habt ihr kein Stift? Kein Stift? Doch. Oder was? Was meinst du hier? So. Ihr habt einen Stift? Ein Handy fehlt. Danke sehr, René. Ah, okay. Ist okay. Ist okay, wir kriegen die auch so los. Also, wie läuft das Ganze ab? Ich werde eine Frage stellen. Ihr seht die Frage eingeblendet hier für die Teams. Ihr seht sie auf den Vorschau-Monitoren in eurer Nähe. Ja, das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Die Ausgänge befinden sich dort, dort, dort und für Team Heiden natürlich dort. Dann habt ihr eine Minute Zeit, die Frage zu beantworten. Seid ihr ready? Ja. Zwei Leute nicken. Ja. Ihr auch, ihr beiden Banausen? Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage hier bei unserem Geburtstag-Kneipenquiz. Hashtag Geburtstag, übrigens Hashtag Kneipenquiz, wenn ihr interagieren wollt. Frage Nummer 1. Du hast heute die Sanduhr, eine Minute Zeit. Wenn ihr die Glocke hört, dann ist die Zeit abgelaufen. Marco, deine blauen Augen jetzt. Okay. Zweites Bier, zweite Werbung. So, erste Frage. Welcher dieser Vornamen wurde von Amts wegen abgelehnt? A. Sex muss Ronny. Nein, nicht A, sondern Sex muss Ronny, Störenfried, Pazifik, Jacqueline, Mad Eagle und Schokominza. Zeit läuft. Also nur, ja, welcher dieser Vornamen wurde von Amts wegen abgelehnt? So. Sex muss Ronny, Störenfried, Pazifik, Jacqueline, Matt, Igel, Schoko, Minzer. Andreas. Das, also die 6 Namen. Einen davon gibt's nicht. Andreas, aber man wollte den Leuten eigentlich erzählen, dass du da auch persönliche Erfahrungen mit hast, mit der Frage. Ja, ich, wie? Naja. Hatten wir ein Bit vorbereitet für die Nummer? Nee, das machen wir jetzt ganz on the run. Aber eigentlich war das doch dein Name, oder nicht? Deswegen stellen wir die Frage überhaupt. Das stimmt. Hast du einen zweiten Namen eigentlich? Wolfgang. Fabian? Wirklich? Wolfgang? Nein. Ja. No. Hast du einen Perso dabei? Nein. Habe ich rausnehmen lassen. René hat bestimmt einen zweiten Namen. Nee, ich habe keinen zweiten Namen. Ich heiße nur René. Aber Re und Ne als zwei Namen? Nee. Nee. Gut. Ach, schön. Das sind doch schöne Bilder. Das war die erste Frage von unserem Kneipenquiz. Frage Nummer 2. Stift funktioniert nicht. Hey, unser Stift funktioniert nicht. Wir haben keinen Stift. Das ist extra neu, aber... Hier brauchen wir einmal einen Stift. Nimm den einfach. Ja, komm, ihr habt doch hier bestimmt einen. Haben wir noch einen zweiten Stift? Ja, krieg ich. So, Frage Nummer 2. Achtung, schaut auf eure Monitore. Ach, guck mal, Raffo bringt schon einen Stift. Aber dann gib mir ruhig einen. Ja, komm. Wenn dann richtig für Raphael. So. Frage Nummer 2.
Achtung, liebe Teams, bitte ganz genau hingucken auf Vorschau-Monitor oder eben die Leinwand. Denn wir fragen, zu welchen RBTV-Shows gehören diese Dinge? Also Nahaufnahmen von Gegenständen aus drei Shows. Auf! Tricky! Tricky, tricky, tricky! Colin steht auf. Können wir das? Ja, das will ich sehen. Das ist grün. Ihr könnt dahinter könnt ihr die Namen schreiben von den Shows. Oder? Ja. Ach, wieso ist das denn Multiple Choice? Ja. Ja, schreibt einfach bei ABC zu den Fotos die Shows. Schreibt es einfach drüber. Ja, genau. Drei Shows sind gesucht. Alle drei Shows bitte eintragen. Alle drei Shows. Lasst euch nicht von Multiple Choice verwirren. Das ist eher was fürs Nachgespräch, ne? Hm? Gut. Zweite Frage, wie viel hängen wir? Schaffe ich es noch zur Hand bei WM? So. Ja, ja. Gut. Zweite Frage haben wir so, hinter uns. So, Last Pause und Insta-Stories schaffen wir noch. Frage Nummer 3. Ihr kriegt gar nichts mit. Wo guckt denn Ias hin? Was sucht denn Ias da schon wieder? Guck mal, Tobi, wo gucken die denn hin? Die hängt was hinten raus an. Okay. Frage Nummer 3. In meinem Garten habe ich wunderbare A. Chrysanthemen. B. Chrysanthemen. C. Chrysanthemen. A. Chrysanthemen. B. Chrysanthemen. C. Chrysanthemen. Titel Chrysanthemen Temperamente. Haben wir die Uhr umgedreht? Haben wir. Eine Minute läuft. Frage Nummer 3. Für unsere spanischen Zuschauer. Der wird schon beschissen. Sehr gut, die Teams helfen sich. Das Fair Play Award geht jetzt schon an Etienne, sehe ich da schon. Zurückgenommen. Andreas. Ja. Ich höre doch jetzt schon wieder Lisa fragen, wie unser Duden ist, oder? Am Montag. Das sind Blumen, glaube ich, oder? Das ist was sind das? C, oder? Das sind Blumen. Oder ist das Chrysanthemen im Garten, ist nichts Verwerfliches, ne? Nee. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ist nicht hier sowas, was, ne? Also, was man hier, sei mal, eine roten Flora, ein paar Chrysanthemen oder so, ne? Nee. Gut. Oh, sehr schöne Frage. Das war Frage Nummer 3. Das ist mega schwer, ohne Scheiß. Frage Nummer 4. Ach, das teilen wir aus, ja? Ja. Haben die, das Publikum kriegt das auch ausgedruckt? Das kriegt das auch jetzt, ja. Okay, alles klar. Dann, husch, husch, ihr beiden Süßen. Einmal kriegt ihr da noch ein Arbeitsblatt für Frage Nummer 4. Denn wir wollen wissen, Achtung, identifiziere diese drei deutschen Städte anhand ihres Nahverkehrsnetzes. Haben alle? Ja. Haben die Teams auch alle Blätter? Ja. So alle haben Blätter. Zeit läuft. Man erkennt nichts. Wir sollen die Zuschauer haben noch keine Blätter, ne? Wird ausgeteilt. Ja. Ach so, dann warten wir, dann machen wir noch ein bisschen mehr Zeit. Keine Panik. Man erkennt nichts. Zu Recht. Das sind diese Fragen, die man einmal hätte durchspielen müssen. Vom einmal drauf gucken, aber scheiß drauf. Ich sag mal so, das sind diese Fragen, die hätte man vorher wissen müssen. Ja, komm, die standen relativ früh fest, ja? Nahverkehr. Immer wichtig. Also Hamburg ist auch in der heutigen Zeit. Ja. Nicht alle Firmen stellen eine Profikarte zur Verfügung. Ich schätze mich als glücklicher Besitzer einer Profikarte. Auch das ist Rocket Beans hier nach 4 Jahren. Welche drei Städte suchen wir hier? Für mich unlösbar, die Frage. Allein drei deutsche Städte benennen, sag ich mal so, wird in einer Stunde schon schwierig. Ja. Wir geben noch ein bisschen Zeit. Ich meine, was ist Karl-Marx-Stadt heute? Ja, weiß doch keiner mehr. Weiß niemand. So. Frage Nummer 4.
Hat man hier Vorteile? Frage Nummer 5. Wir machen fix weiter mit einer Wissensfrage. Wer von euch hier hat einen Computer? 6 Hände gingen hoch. Das ist Digitalisierung in Deutschland. Da ist noch einiges zu tun. Egal. Fünftens. Das E-Mail-Kürzel CC steht für... Das E-Mail-Kürzel CC steht für... CC. Ja. Das ist, wenn man mal wieder lästert und denkt, shit, ich hatte den Chef im CC... ist das kompromittierender Chef? Nein. Wo wir können das stehen? Causa Chef. Ja. Causa Chef. Schwierig. Wofür steht CC? Kleiner Hinweis: Wenn ihr wisst, wofür BCC steht, hilft euch das natürlich. Andreas. Was? Mein Trick ist ja immer, die Mutter von den Beteiligten in CC zu nehmen, dann ist der Druck immer ein bisschen höher. Ist das wirklich so? Ja, ja, dann antworten die auch. Wen nimmt denn so ein Krane in CC? Wann würdest du mich in CC nehmen? Wenn du zum Beispiel ich würde sagen, Steuererklärung, von dir bin ich da in CC. Bei Eddie mache ich immer als Hauptbetreff, aber auch in CC. Auch für CC, ne? Sonst antwortet er gar nicht. Ja. Das E-Mail-Kürzel CC steht für René läutet die Glocke. Oh, guck mal, das ist auch frisch gekauft, ein bisschen zu eng, ne? Aber eine Größe mehr und das Ding säuft richtig ab. Na gut, kann man nur offen tragen. Egal. Frage Nummer 6. Ordnet diese Videos aufsteigend nach ihren Dislikes auf YouTube. Aufsteigend. Was haben wir denn da? Ganz einfach. Wir haben Justin Bieber Baby. Wir haben Baby How It Is. Wir haben YouTube Rewind 2018 und Call of Duty Infinity War Trailer. Bitte? Sechstens. Wie, was war 5? 5 war, wofür steht CC? Bitte? Muss ein Fehler sein. Ich glaube, es gibt muss ein Fehler sein. Ungereimtheiten in den Antwortenzetteln. Also, sorry, wenn da ABC steht. Ja, ist weird. Das ist tatsächlich ein bisschen weird. Ignoriert es einfach und ordnet es zu. Schreibt es einfach rein, ignoriert ABC und denkt dran, aufsteigend ordnen. Aufsteigend ordnen. Weird. Wieso ist da ABC auf den Bögen? Das ist ABC bei 6. Ah, nee. Das sind alles sortiert. Das ist alles sortiert, mein Lieber. Da muss doch ein Kopf rollen auch mal. Oder soll ich mir das... Wie lange soll ich mir das noch gefallen lassen? Alle 4 ordnen. Ja, das ist ein Fehler. Also alle 4 Videos aufsteigen. Aufsteigend ist das mit den wenigsten Likes als erstes zu den meisten. Ne? Nee, mit den wenigsten. Nee. Aufsteigend. Das heißt aufsteigend, ja. Genau. Frage Nummer 7, was bedeutet aufsteigend? Quatsch. Frage Nummer 7. Der am häufigsten genutzte Straßenname in Deutschland ist... sofort was gehört hier. Der am häufigsten genutzte Straßenname in Deutschland ist... Mal gucken, haben wir da auch mal Multiple Choice oder was? Nein. Aber das heißt nicht, dass es hier auf dem Blatt nicht vermerkt ist. Ist es nicht? Geil. Da haben wir jetzt einen Zettel zum Malen ausgeteilt. Also das war richtig, oder? Sind wir denn... Ich hört mich gar nicht mehr. Straßennamen, was kennt... Die beiden gackern sich dahin ab. Was kennt ihr so für Straßennamen? Überbrückt mal ein bisschen. Chaussee, oder? Chaussee. Schlossstraße kenne ich. Ja. Parkstraße. Parkstraße, natürlich. Sind wir denn schon ready für Frage 8? Nö. Frage ich da mal an die Regie.
Okay. Mehr als das Klingeln nach Andreas. Andreas ist eigentlich schon. Geil. Der Typ schwimmt, Leute. So. Das waren die ersten 7 Fragen. Eine ganz kurze Frage, stand da bei der letzten Frage in Deutschland? Also meist. Ja. Okay, danke. Ja. Nachfragen von Team Etienne wie immer großzügig beantwortet von mir. Bei anderen Teams bin ich da rigoroser. Wir kommen zur 8. Frage. Liebe Teams, einmal eure Aufmerksamkeit. Hört mir einmal ganz kurz zu. Ist relevant. Bei der nächsten Frage spielen 3 Zahlen eine Rolle. 20, 21, 22. Was es damit auf sich hat, erklärt uns unser Gast Ingo Mess. Guten Abend. Ist es an? Hört man das? Ja. Also mir wurde dieser Zettel zugespielt mit Notizen drin. Es handelt sich dabei um ein sehr altes Kunstwerk, ein wirkliches, echtes Kunstwerk. Es stammt aus der Feder eines hier anwesenden Menschen. Und ich werde dieses Kunstwerk vorlesen, damit ich es auch richtig vorlese. Ich wollte es erst tanzen, da würde ich aber was auslassen. Deswegen lese ich das vor. Ich fange jetzt an. Bitte hört alle genau zu. Ist schön, ist gut. Also jetzt geht's los. Ich trink Bier. Du trinkst Bier. Wir alle sind hier wegen dem Bier. Du trinkst Bier und du trinkst auch Bier. Wir alle trinken Bier. Deshalb sind wir hier. Bist du morgens mal schlecht drauf, fehlt vielleicht das Bier in deinem Bauch. Trink ein Bier oder auch 4. Ich trink Bier, du trinkst Bier, du trinkst Bier, du trinkst Bier, du trinkst Bier. Denn der leckere Gerstensaft weckt ganz ungeahnte Kraft. Trink ein Bier, werd zum Tier. Was wären wir ohne Bier? Bier. 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 Dankeschön. Gib mir ruhig die Prosa nochmal. Das ist von Wolfgang Amadeus Goethe. Wolfgang Amadeus Goethe. Goethe. Ja. Vielen Dank für diese Performance. Ingo Mess. Auf Wiederhören. Und die dazugehörige Frage, wie alt ist eigentlich Ingo Mess? Nein, natürlich nicht. Die Frage ist, wie oft kommt in diesem Text das Wort Bier vor? Ich hoffe, ihr habt jetzt mitgezählt oder könnt perfekt rezitieren, zurückspulen, nicht. Erlaubt. Ja. Sind das die Zahlen, die du gerade gesagt hast? Ne? Ist es eine von den 3? Wiederhol nochmal die Frage, Andreas. Wer hat hier eine Frage? Ja? Nein, wiederhol nochmal die Frage, das Mikro war ja, gewinnt. Da gibt es eine Frage vom Team Nils, bitte nochmal stellen. Ja, das, ich weiß nicht, hier bin ich. Wir hatten uns gefragt, weil du hast eingangs gesagt, es geht um 3 Zahlen, 20, 21, 22 oder so. Ja, sorry, so viel, ich muss das jetzt mal. Aber sind das die 3 Antwortmöglichkeiten oder kann es auch eine andere sein? Wieso ist die Frage denn so doof? Das ist relativ klar. Mikro bitte runterdrehen, sagt Donny. Zeit läuft? Ja. Ja. Ach geil, liebe Leute. Ich wusste gar nicht, dass Ingo kommt, muss ich auch sagen. Ich wusste nicht, dass Ingo kommt. Aber so sind diese Kreativen. So, Zettel werden eingesammelt.
René, geh mal gleich zu... Naja. Einfach entreißen die Nummer. Liebe Teams, Bedenkzeit ist vorbei. Team Heiden muss den Zettel auch rausrücken. Hier wird nochmal angestoßen. René, rigoros greift in den Zettel von Colin, ja? Du gehst eh nie zu Game 2. Jetzt hol dir den Zettel. Wow. Halt ihn fest. Also, das waren die ersten 8 Fragen. Hier werden die Zettel eingesammelt, jetzt ausgewertet. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei unserem wunderbaren Kneipenquiz zum 4. Geburtstag. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Zurück. Live sind wir hier im Delphi Showpalast für eine Runde Kneipenquiz zum 4. Geburtstag. Geil, oder? 2015 ging's los. 4 Jahre später sind wir hier und haben uns vom Namen Röps getrennt für ein elitäres Kneipenquiz. Die ersten 8 Fragen liegen hinter uns. Liebes Auswertungsteam, ihr seid ready, ihr fühlt euch gut. Ja. Wir fühlen uns richtig gut. Das hat alles wie immer nichts zu bedeuten. Nee. Und Hashtag Geburtstag, Hashtag Kneipenquiz, wenn ihr hier interagieren wollt, wenn ihr mitspielen wollt, findet ihr auch die Fragebögen natürlich online, aber das wisst ihr natürlich eh. So, also kommen wir zur Auswertung der Fragen. Mal kurz in die Runde gefragt hier, Funkmariechen, Feeling nach den ersten 8 Fragen, wo seht ihr euch? Was habt ihr für ein Gefühl? War das schwer? Noch weigert sich irgendwer, das Mikro überhaupt zu nehmen. Ja, Matthias. Also so richtig schwierig würde ich jetzt nicht sagen. Ja. So ein bisschen, wo man sich entscheiden musste. Ich finde, das Zeitlimit ist halt sehr krass. Das ist schon sehr ungewohnt, aber ich glaube, wir haben einiges richtig. Ein ganz gutes Gefühl. Wann wirst du denn nicht in einer Minute fertig? Ich würde vielleicht noch ergänzen, der nächste Kalenderspruch. Wer sich auf die Wahrheit einigt, kann nicht falsch liegen. So, auch wieder für meine Poesie. Colin hat die Kalendersprüche auswendig gelernt. Ja. Gut. Ich finde es süß, wie sich Colin sofort ans Publikum wendet und sagt, egal was der Typ hier an der Kanzel labert, ich spreche zum Volk. Ja, das braucht man wahrscheinlich, wenn man öffentlich-rechtlich finanziert ist. Wir schauen mal auf die Auswertung. Ihr seid ready, ihr fühlt euch ready. Unser anderes Auswertungsteam ist auch ready. Frage Nummer 1. Wenn ich hier jetzt noch den richtigen Zettel hätte, also Leute, dann wären wir jetzt schon ein gutes Stück weiter. Das ist er auch nicht. Andreas. Der letzte Zettel. Welcher dieser Vornamen wurde von Amts wegen abgelehnt? Team Benjamin Bierchen. Welcher Name erschien euch am absurdesten und wenn, warum? Mund leer jetzt. Pass auf. 3 davon habe ich schon mal gehört. Ich glaube, 2 habt ihr euch selber ausgedacht. Nein. Nicht? Und ich glaube, Stören... nicht? Wirklich nicht? Okay. Störenfried haben wir genommen und haben gesagt, dass Störenfried ist einfach so beeinträchtigend für das Wachstum des Kindes, dass das abgelehnt wurde. Beeinflussender als Sex muss Ronny. Verhaltener Applaus von einzelnen Teams. Team Heiden, ihr Burschis. Gunnar. Ja. Ja, Gunnar wollte uns auch den Störenfried andrehen. Wir hätten uns vielleicht auf dich hören sollen, wir haben Schoko Minzer genommen. Ja. Ja, also, Gegenstimmen, zustimmen. Gar kein Interesse an der Show, haben wir auch. Gar kein Problem. Erste Frage. In der Tat, richtig ist Störenfried. Fun Fact. Schokominzer ist okay, aber Pfefferminzer wurde abgelehnt. Ja? Also das dazu. Krane wertet es, René wertet es richtig. Also, Team Benjamin Bierchen, wie eben schon gesagt von Moritz, und Wissen ist, macht Spaß, hat es auch richtig. Ja, Stift ist eingetrocknet. Die anderen Teams hatten es allesamt falsch. Wissen ist, macht Spaß, hat es richtig? Yes. Team Heiden? Nicht. Und Benjamin Bierchen.
Ja, Gunnar war auf dem richtigen Riecher, aber... Ja, den mache ich gleich nochmal schöner. Hättest du mal auf Gunnar hören sollen. So, Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Wir wollten wissen, zu welchen RBTV-Shows gehören diese Dinge. Team Funkmariechen, habt ihr was erkannt? Nee? Ja? Matthias? Also das können wir noch erste das Bild, Moini, war ja wohl ganz eindeutig. Sicher. Ganz die sichere Bank. Zweites Bild, haben wir uns jetzt auf einen Klassiker geeinigt. Wir denken da, also wir sehen die Vergangenheit zu Bonjour gewechselt. Mhm. Was wir jetzt letztendlich bei 3, bei dem grünen Sand oder was auch immer das ist, geschrieben haben, kann ich jetzt auch nicht mehr so sagen. Mhm. Hengi, glaube ich. Hengi Hauptquartier. Also, das zweite ist natürlich schon mal Quatsch, was die da erzählen. Das ist natürlich ganz klar der Joker bei Chat-Duell. Natürlich, ist so. Und das dritte, da haben wir was angegeben, aber eben schweifte mein Blick so rüber zu Fabian und ich sehe da drüben so eine grüne Sanduhr. Also, wir schauen mal auf das. Und ich muss ganz kurz sagen, uns fällt diese Sanduhr natürlich auf, aber das Foto wurde ja mit einem Fischauge fotografiert und wir haben diese Sanduhr gesehen, haben aber kein Fischauge gesehen und deshalb das wieder verworfen und gesagt, diesen Fehler würdet ihr ja niemals machen. Also handelt es sich tatsächlich und haben deshalb Pen and Paper genommen. Handelt es... Warum ist es denn jetzt noch wichtig, ob das ein Fischauge war oder nicht? Ist es jetzt einfach so... Was? Ich muss erst mal gucken, wer überhaupt redet. Ja, ich glaube, wo kommt der? So, also handelt es sich tatsächlich um Sanduhr Kreitlo? Das können wir klären, denn wir haben die Bilder nochmal vorliegen. Wir schauen mal auf... Ja, in der Tat, die Sanduhr war gesucht. Was sind die anderen beiden Sachen gewesen? Richtig. Ich glaube, das ist Moina. Und da sehen wir... Also das ist natürlich... Also ich kann verstehen, wenn der ganze Saal außer sich ist, weil wie sollen die Leute auf den hinteren Tischen diese Sanduhr sehen? Ach du lieber Halt. Das ist... Halt. Entschuldigung. Also ich konnte es auch nicht sehen, weil da so viele Leute sehen. Die Leute, die heute hier sind, haben ja wohl verdammt nochmal alle 5 Folgen vom Kneipenquiz gesehen. Stille. Tobi und Gino können es nicht sehen. Also, von jeder Position auf diesem Tisch. Natürlich! Willst du den Saal in ein Haus voller Lügen verwandeln? Guck mal, wie ich das hier sehen kann. Wo ist die Sanduhr? Das ist nicht mein Monitor. Liebe Tonregie, ihr könnt nach Belieben einfach runterdrehen, ne? Kein Problem. Ich habe eine wichtige Frage, wenn es geht, eine wichtige Frage, die wirklich organisatorischer Natur ist. Schon ich bin das hier ganz kurz, sorry, es tut mir leid. Ich sehe aber gerade der Gunnar, der sitzt ja da recht, nah an allen möglichen Leuten, die auch Handys haben. Ne? Wird da eigentlich drauf geguckt, ob der Gunnar nicht mal hier und da mal nach hinten guckt oder so? Oder mal Ihr seid meine Augen. Ja? Es lebt von einem sich selbst speisenden System, in dem jeder sich gegenseitig überwacht. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, ich kenne das. Lieber Andreas, hier unten spreche ich. Hi. Der vom Fußvolk. Es muss doch gegeben sein, dass jeder im Team diesen Sanduhr sehen kann. Der liebe Tobi und der liebe Gino, die können das von hier nicht sehen. Ihr sitzt seit 5 Folgen beim Kneipenquiz und habt die Sanduhr noch nie gesehen? Es war auch so, Schröck hat gesagt, es ist die Sanduhr. Und ich meinte, es gibt doch gar keine Sanduhr. Ich sehe keine Sanduhr. So war es. So. Kommen wir mal zur Auswertung, Andreas. So, wer hatte das denn richtig? Ich glaube, Team Heiden nicht. Habe ich das richtig? Also, es hatte tatsächlich kein Team vollständig richtig. Das ist nicht schlimm. Und Entschuldigung. Wir fragen nicht nach halben Punkten heute, ja? Team wissen doch, wir haben 2 von 3 können wir nicht einfach pro 2 von 3? Ja, Nein. Also, Andreas, das ist auch schon ein bisschen hart von dir, ne? Ich meine, die konnten das doch nicht mal sehen, Andreas. Ansonsten, hat das wie ohne Mikrofon ist es, als würde es nicht gesagt worden wären. Das ist eine Scheißfrechheit. So, Frage Nummer 3. Nachfolgendes Programm verschiebt sich. Also wer auf eine Wiederholung wartet, den muss ich momentan vertrösten. Frage Nummer 3. In meinem Garten habe ich wunderbare A. Chrysanthemen, B. Chrysanthemen, C. Chrysanthemen. Hier ging es natürlich um die richtige Schreibweise. Und ich würde mal gerne wissen, was Team Gaming to the Max, was habt ihr denn bei der dritten Frage nach den Chrysanthemen? A, B oder C? Gregor. B.
Haben wir, oder? Gegenstimmen? Ja, haben wir. Ruft mal rein. Ah! Das hab ich gesagt, ihr Hackfressen. Ruhe, du Störenfried. Richtige Antwort in der Tat A. Ja. Team Benjamin Bierchen. Team Wissen, es macht Spaß. Team Heiden. Warte. Ja. Team Heiden hast du? Ja. Und sonst niemand. Oh. Die Gamer können nicht schreiben. So, Frage Nummer 4. Identifiziere diese drei deutschen Städte anhand ihres Nahverkehrsnetzes. Ja, ich gebe zu, mega tricky. Hatte jemand einen Plan? Team Heiden? Irgendeine Art. Nein. Gunnar, du kommst viel rum, Gunnar? Ich komm viel rum, aber nee. Keine Ahnung. Wir waren schon mal in einer der Städte zusammen. Wirklich? Wir beide? Ja. Als wir im Romantikhotel waren? Oder waren? Wir waren auch mal in Deutschland unterwegs. Karlsruhe? Nee, Nürnberg. Ja, Nürnberg ist dabei. Hat irgendwer irgendwas? Habt ihr was geahnt, vermutet? Budi, schütteln Kopf. Habt ihr was vermutet? Wir sind erstmal alle nicht-deutschen Städte durchgegangen. Alle. Benjamin Bierchen, Nils, jemand, der, sag ich mal, ortskundig ist, eigentlich in ganz Deutschland. Das erste ist New York, da bin ich aufgewachsen. Und die anderen beiden sind auch New York. Identifiziere diese drei deutschen Städte, okay? Also, ganz klar, das in der Mitte ist natürlich Leipzig. Ja. Und das ja. ist richtig, das ist ja. Leipzig. Natürlich ist es Leipzig. Woran erkannt? Das ist meine Hut. Ich nenne es meine Hut. Heimat für Markus. Noch irgendjemand was anderes wissen? Es macht Spaß. Irgendwas vermutet, eingetragen oder blank gezogen bei der Frage? Habt ihr noch was? Sorry, wir haben gerade. Was war die Frage? Wo gut, sind wir? Wer hat's denn? Hat's jemand richtig? Bevor nein, es gibt ein Team also. Mit zwei richtigen. Oh, okay, da kommen wir das gleich ist zu. Wir schauen mal. Ne, wir schauen. Ne, ne, wir schauen mal auf die Lösung. Stadt Nummer 1. War Rostock. Sieht man, dass es am Meer liegt? Oh, hattet ihr? Ja! Team Heiden, das ist so, Gaming to the Max hat's richtig. Wollte schon Team Heiden sagen, wegen Wolf. Sehen wir gleich noch. Leipzig, in der Tat das zweite. Und das dritte, wir haben schon gehört, Nürnberg. Wer hat denn hier irgendwas richtig? Ja, also, Team Gaming to the Max hat Rostock richtig, ja. Leipzig erwähnt, aber nicht an der richtigen Stelle. Also, ich kann jetzt natürlich nicht bei der Frage halbe Punkte verteilen. Ganz genau, Andreas. Mach Wissen, es macht Spaß, hat Leipzig richtig, aber... Hat jemand zwei richtig? Ja. Nein. Ja. Das ist nur eine rein informativ. Diese Frage war deutlich schwerer. Also ich finde die Leute, die zwei richtig gemacht haben, Alter. Alles schön aussechsen, Andreas. Ja, ja, ja. Richtig abgewählt. Ja. Schön das X machen. Komm schon, Andreas, mach es. Schön X. Aber, ich will mal, hat irgendwer von euch das richtig? Irgendwer hier? Ein Tisch, echt? Ja, raus, ey. Erster. Wie, wirklich? Er hat jetzt komplett richtig, oder was? Also ich zitiere kurz, von einem anderen Tisch ist ja ekelhaft. Hammer. So. Oh Mann. Okay, Frage Nummer 5. Wir wollten wissen, das E-Mail-Kürzel CC steht für. Wir verschicken alle viele E-Mails. Ich gucke zum Beispiel mal zu Lisa, die hauptamtlich eigentlich E-Mails verschickt. Irgendeine Ahnung gehabt? Ich wusste das tatsächlich nicht. Bitte an dem Tisch. Genau, war da ganz kurz, Lisa, ja? Bitte ich wusste schön. Das nicht, Andreas. Aber Etienne hat sofort zum Stift gegriffen und der wusste Etienne es natürlich hat sofort. Gesagt? Ja, ich hatte keine Ahnung davon, aber Eddie hat gesagt, es heißt Carbon Copy und wir haben ihm natürlich vertraut. Was habt ihr? Lauter? Carbon Copy. Carbon Copy. Ist das nicht diese Netflix-Serie? Carbon Copy, ja. Carbon Copy. Ja. Ist in der Tat richtig, Carbon Copy. Punkt.
das hatte offensichtlich Team Gaming to the Max richtig. Genau, und ja. Business macht Spaß und der Rest ging leider wieder leer aus. Wer? Und wer weiß, was BCC heißt? Business macht Spaß, hat's noch gewusst? Nein, Black. Ja. Oder? Black wer Carbon nicht Copy. Gewusst? Alle anderen. Benjamin Bierchen, also, Heiden, Spuckmariechen. Ich schreib mal Hum. Ey, Gaming to the Max hat's richtig. Warte. Gaming to the Max hat es richtig, Budi, das haben wir erfasst. Gaming to the Max hat's richtig. Benjamin Bierchen hat's nicht. Funkmariechen hat's auch nicht. Nein. So, hier bin ich doch schon hier. Stimmt das? Also, Wissen ist macht Spaß und Gaming to the Max haben richtig. Frage Nummer 6. Ordnen diese Videos aufsteigen nach ihren Dislikes? Bitteschön, Team Wissen ist macht Spaß. Wie bitte? Frage Nummer 6. Ordnen diese Videos aufsteigend nach ihren Dislikes? Nachdem das Wort aufsteigend geklärt wurde, versucht es mal zu lösen. Eure Reihenfolge. Also es war natürlich klar, dass der YouTube Rewind bekannt geworden ist dafür, dass er unfassbar schlecht weggekommen ist. Also auf jeden Fall auf Platz 1 YouTube Rewind. Dann auf Platz 2 haben wir... Also ja, also absteigend. Also steht hier? Also am meisten Dislikes hat Mach YouTube Rewind. Mach das doch andersrum. Ja. Was wollt ihr denn von mir? Ist doch komplett verständlich, was ich hier sage. Diese Videos aufsteigen nach ihren Dislikes. Wenn ihr jetzt falsch habt, ist falsch. Also okay. Nein, Baby, von Justin Bieber. Sind wir auch nicht mit einverstanden. Dann... Okay. Warum guckt ihr mich Team denn so Heiden, bitteschön, YouTube-affine Leute. So, wir haben natürlich ganz am Anfang Bibi. Warte noch gemacht? Ganz kurz, bis die Kamera habt bei dir ist. Habt ihr es auch auf falsch rum gemacht? Weiß Marco das? Das würde mich mal interessieren. Wir haben natürlich ganz unten erstmal Bibi. Ganz unten Bibi. Ja. Dann kommt natürlich Call of Duty. Nee? Dann kommt Justin Bieber. Und dann kommt der Rewind. Hier schüttelt Marco den Kopf. Und Marco hat eine Kompetenz. Wenn er diese Frage nicht weiß, muss man die Personalie auch hinterfragen. Aber geben wir ihm die Chance zu antworten. Aber das sowieso. Also wenn wir vom Geringsten ausgehen, müsste es Justin Bieber mit Baby sein. Dann sollte es Bibi sein. Und dann Call of Duty und dann der YouTube Rewind. Gregor, bitteschön. Also in Staffel Nummer 6 vom Nerdquiz, in der letzten auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt wieder die Nummer. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber das war eine der Fragen, dass zu diesem Zeitpunkt, da war der YouTube Rewind 2018 noch nicht draußen, war Justin Bieber mit Baby das Video mit den meisten Dislikes. Macht überhaupt keinen Sinn, das ist ein super Song. Baby, also, Baby, Baby, oh, Baby, Baby, Baby. Ja, schön, jetzt können wir es nicht mehr hochladen, Ede. Dankeschön. Das ich möchte kurz fragen, Simon, geht es, hallo, Andreas, geht es Simon? Um totale oder um prozentuale Dislikes? Weil wir haben uns prozentual orientiert. Es geht um die absolute Zahl. Absolute Zahl. Simon, wollt ihr noch was sagen? Ich wollte noch mal diese auf- und absteigende Diskussion, das ist eigentlich egal, ne? Welcher Raum ist jetzt auf- und absteigend? Ja, da sind ein, zwei Buchstabenunterschied in der Formulierung. Das ist klar, da wird man uns jetzt aber keinen Strick draus drehen. Also, ich wiederhole die Frage. Aufsteigen, dementsprechend, man konnte es sich ein bisschen erschließen. Ihr habt die Videos aufgerufen. Ne? Wir schauen mal auf den Rechner und sehen zunächst das mit den wenigsten Dislikes. Korrekt. Man konnte es sich erschließen, denn das betrifft natürlich nur deutsche Nutzer vorrangig. Deswegen an erster Stelle, was, René? Wir haben hier Bibi mit dem Hitsong Wap Wap. Danach kommt COD. Wir sind leider nicht 18 Jahre, deswegen ist es geil. Geil. Ausgeblendet. Konnte man sich auch denken, denn eher für Gaming-Leute. Bieber. Und ganz oben haben wir YouTube 2018, das Rewind. Mit 15 Millionen Dislikes. So. Das ist schon eine Hausnummer. Wer hat das denn richtig? Also, Gaming to the Max. Gaming to the Max hat es komplett richtig. Es gibt kein Info, außer dass ich vorhin gesagt habe. Team Heiden. Hat's richtig. Team Heiden. Okay, gar kein Applaus. Hallo, Team Heiden hat's richtig. Ja? Funkmariechen. Oh, okay, doch. Doch, so viele. Habe ja genau die falschen Teams gefragt. Und Wissen, es macht Spaß. Und Benjamin Bierchen gingen leider leer aus.
Wieso, aber wieso fragt mich denn Simon, ob man das mit dem Aufsteigen auch anders machen kann? Soll ich da jetzt nochmal das umdrehen, oder? Ey, du bist der Beste. Okay, erstes Strike sozusagen. Frage Nummer 7. Lösen wir auf. Der am häufigsten genutzte Straßenname in Deutschland. Team Funkmariechen, der am häufigsten genutzte Straßenname. Ja, wir haben uns tatsächlich für die Hauptstraße entschieden. Hauptstraße, andere Meinungen, wissen, es macht Spaß. Da wird gejubelt, das ist hoffentlich Frage richtig. 7. Also Anja hat sofort für die Dorfstraße plädiert, wir haben aber dann auch noch ein bisschen intern abgestimmt und sind auch bei der Hauptstraße gelandet am Ende dann. Hauptstraße, Team Heiden, Tobi, mein Freund. Ich war schon in vielen Städten der Nation, in jeder habe ich deine Mutter getroffen. Das heißt, es gibt auf jeder eine Bahnhofstraße. Oh, Bahnhofstraße. Sandro. Wir haben überlegt, ob Dorfstraße oder Hauptstraße und haben uns auch für Hauptstraße entschieden. Dann. Hauptstraße. Also, witzigerweise, achso, die Antwort Autobahn zählt nicht, wurde mir hier als Joke an die Hand gegeben, finde ich ganz gut. So, richtige Antwort in der Tat, Hauptstraße. So freut man sich, wenn man nie punktet. Witziger. Aber Bahnhofstraße auch sehr gut gewesen. Dorfstraße wäre auch dabei gewesen in den Top 5. Ich gebe euch noch ein paar Straßennamen an die Hand. Der Prügelweg, die Knochenmühle, der Spannerweg, ja. Die Tangabucht oder der Promilleweg. Das alles aber hat sie nicht so richtig durchgesetzt. Wer hat es denn richtig, ihr Lieben? Team, Benjamin Bierchen. Benjamin Bierchen hat's richtig? Ja. Ja. Gaming to the max. Ja. Wissen, es macht Spaß. Funkmariechen und das Team ohne richtigen Ergebnis. Was? Das Team ohne richtigen Ergebnis, einzig und allein auf weiter Flur. Team Heiden hat's nicht richtig? Team Heiden. Leider nein. Ja, wir hatten aber. Und Tobi meinte, es gibt aber nirgendwo, nicht in jedem Ort eine Hauptstraße. Aber es gibt ja auch nicht so viel Bahnhöfe. Ja, haben wir auch überlegt und dachten, ja komm, aber wenn man zum Bahnhof will, dann... Und es gibt halt... gibt es auch in irgendwelchen Dörfern vielleicht eine Bahnhofstraße. Ja. Naja. Gut, und es gibt halt keine Zopfstraße oder aber so. Aber da können wir ja früher gehen. Okay, aber nicht so schlimm, alles noch drin. Frage Nummer... Es könnte ein Catchphrase sein, ne? Nicht so schlimm, alles noch drin, hier kommt Block 3. Frage Nummer 8. Ui, Ingo Mess hat uns mit seiner Performance verwöhnt. Und die Frage war, wie oft kommt das Wort Bier im Biersong vor? Simon, wenn du es nicht weißt, dann weiß es halt jemand anders. Es war schwer. Wir haben hier nachgezählt mehrfach und auch entsprechend viele Biere getrunken, nur um sicher zu gehen. Ja. Und es sind 20. Eine klare 20. Ja, Team Heiden next. Etienne. Auftritt Etienne. Gar nicht im Moment. Aber auf der Bühne. Das war natürlich ein guter Trick vorher mit den 20, 21, 22. Aber wir haben zwei Leute, die mitgezählt haben. Und beide kamen auf das Ergebnis von 19. Nein. Und wir kennen dich, mein Lieber. Ja. Und deshalb haben wir nicht mehr... Oh ja, aber der hat doch 20 gesagt, der haben uns bestimmt erzählt. Nein, das sind 19! Nein, wir haben alle nachgezählt, wir sind doch alle nicht so bekloppt. Nein, ganz kurz, ich muss sagen, Chapeau, Chapeau. Ja. Die richtige Antwort ist 20! Ja! Ja. Akzeptiere es! Setz ihn, wir zählen zusammen nach. Wir zählen nach. Dann können wir Ingo noch mal akzeptiere. Andreas, kann Ingo das bitte noch mal kommen? Oh, hab ich den noch mal? Ingo! Warte. Habt ihr das vorliegen noch mal? Habt ihr den Text noch mal? Moment, ich sing ja. Nee, von dem Bierding nicht. Aber okay, wir haben den aber vorliegen. Sonst guck noch mal im Slack schnell. Was ich dir geschickt habe. Ach doch, ich habe den noch ausgedruckt sogar. Ja. Nein, das ist ja nicht Teil der Lyrics. Der, Lisa fragt gerade, ob der Titel mitgezählt hat. Aber es haben doch auch alle gehabt. Habe ich den nicht noch irgendwo hier zu liegen? Ah, ich hab's doch. So, also wir zählen alle mit, alle laut mitzählen. Ich trink Bier. Du trinkst Bier.
Wir alle sind hier wegen dem Bier. Dativ, ja. Mhm. Du trinkst Bier und du trinkst auch ein Bier. Wir alle trinken Bier, deshalb sind wir hier. Sehr gut. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht. Bist du morgens mal schlecht drauf, fehlt vielleicht das Bier in deinem Bauch? 7, ja. Trinkt ein Bier oder auch 4. Ich trinke Bier. 9. Du trinkst Bier. 10. Du trinkst Bier. 11. Du trinkst Bier. 12. Du trinkst Bier. Da hatte Tim Heinke keinen Bock mehr, oder? Da hat er es geschrieben. Denn der leckere Gerstensaft weckt ganz ungeahnte Kraft. Trink ein Bier. Wer zum Tier? Ja. Was wären wir ohne Bier? Bier. 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 Weißt du was, Andreas, ihr habt eine gute Gelegenheit vertan. Ich bin mir hundertpro sicher, dass Ingo das auch so vorgelesen hat. Ja. Mit dem allerletzten Bier. Das hat nur lange gedauert. Spielt für die Frage auch keine Rolle. Ich gucke gerade Gino an und Gino denkt so, was ist aus dem Dude eigentlich geworden? Bier, Bier, Bier. Schöner Malle-Song. So, also 20 die richtige Antwort. Und wer hatte das denn richtig? Stimmt, ihr seid ja auch noch da. Team Funkmariechen. Ja. Team Benjamin Bierchen. Ja. Team Heiden. Geil. Team Gaming to the Max. Geil. Ja, und der Rest nicht. Ja, der Rest ist ja bloß nur ein Team. Völlig egal, wir gucken auf den Punktescore. 1, 2, 3, 4 Punkte bei Team Benjamin Bierchen. Wir sehen 3 Punkte bei den Funkmariechen. Wir sehen 1, 2, 3, 4 Punkte bei Gaming to the Max. Wir sehen 1, 2, 3 Punkte bei Team Heiden. Und wir sehen 1, 2, 3, 4. Sehe ich es richtig? 1, 2, 3, 4. Wie jede Schwäche genutzt wird. 4 Punkte. Also ganz enge Kiste. 4, 4, 4 momentan führend wissen. Es macht Spaß. Gaming to the Max und Benjamin Bierchen dahinter. Knapp auf Funkmariechen und Team Heiden. Wir müssen uns alle mal ganz kurz sortieren. Hashtag Geburtstag. Dann geht es hier weiter mit Runde 2 von unserem Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Willkommen zurück bei unserem Kneipenquiz Extravaganza. Hier alle bitte Platz nehmen. Wolf. Ich habe in die Kiste geguckt. Was? Ja, weil Donny in die Kiste geguckt hat. Donny hat in die Kiste geguckt. Jetzt dürfen alle in die Kiste gucken. Alle! Bestimmt. Ist da was drin? Das hilft sehr viel, wenn man das Gewicht der Kiste bestimmen will. In die Kiste ist Trant da drin? Nee, ist noch nicht Andreas. Sicher. Ist nicht sicher. Andreas. Krane. Wollen wir eigentlich mal gucken, wer bei den Community-Tischen führt? Ja. Traust du mir wieder nicht zu. Denkst, das habe ich schon im Suff wieder vergessen. Ne? Ja. Wir schauen natürlich nach der ersten Runde nochmal auf die Community-Teams. Wie sieht es denn da aus? Gibt es ein Team, was hier heute einen Preis gewinnt? Habe ich das schon gesagt? Nein. Wir haben geile Gutscheine. Wir haben zusätzlich noch als Andenken diese kleinen Purzelbäume. Ja, die Kronkokeritis. Das alles für unser Community-Sieger-Team. Und wie sieht's da aus, Krani? Ja, also wir haben 4 Teams, beziehungsweise 3 Teams und einen Teamnamen, wo ich nicht genau weiß, es ist ein Teamnamen, aber wir haben 4 Teams mit jeweils 5 Punkten. Ja, wen haben wir denn da? Wir haben Team Royal Beans. Ach, really? Wirklich? Komm her, jetzt einfach. Also hier im Team neben mir sehe ich schon ein Handy auf dem Tisch, ne? Ja. Oh, Entschuldigung, da sehe ich direkt ein Handy. Wir malen ein Logo. Mit Google nur 5. Naja, alter Fernseher. Kein Google. 6 Punkte.
Wir hatten 6 Punkte. Ja, naja, mit dem Handy. Ja. Alter Fernseher trägt natürlich gleich erstmal mit dem Mikro auf die Frau. Okay, wir bleiben da. Wir haben das so halbwegs im Blick. Andreas. Ja, wen haben wir denn noch? Du bist doch deine Ecke. Ja, ich bin deine Ecke. Was Team, hältst du denn noch? Ja. Was? Team Bonjwa. Ach, come on. Da wird auch abgeschrieben. Hallo, was, woher? Tino, setz dich wieder hin. Woher wusstet ihr denn, wie Chrysanthemen geschrieben wird? Wann habt ihr das letzte Mal Blumen bekommen? Ich jeden Tag, selbstverständlich. Nein, Quatsch. Wir sind einfach extrem intelligent. Wie alle bei Bonjour. Ja, unwahrscheinlich. Aber gut, auch da bleiben wir dran. Also, 4 Teams mit 5 Punkten. Dann Teamwork. Ja, da gehe ich einmal aufzeigen. Ja, da komme ich dann nachher nochmal rein. Ja. 4. Team. Und Team, die da hinten scheint wohl sehr weit vorne zu sein, oder? Okay, finde ich gut, dass sie auch wirklich da hinten sehen. Das ist schon mal konsequent. Schröck hat noch eine Nachfrage und da gehe ich natürlich persönlich hin, hol mir die ab. Kannst du mal ein Bier holen, bitte? Das war, glaube ich, nicht drauf. Musst du nochmal machen? Kannst du mal ein Bier holen, bitte? Ja, mache ich für Schröck. Komm, wir gehen einmal. Wir holen einmal ein Bierchen für Schröck. Kriegen wir hier unten? Ist hier unten an der Bar? Können wir auch, bitte. Für uns alle, bitte. Können wir das machen? So nee. Ja. Cola Zero. Ganz kurz einmal. Entschuldigung. Hi. Einmal ein Bier, bitte. Großes? Ja, ein großes Schreck. Ein kleines. 3 Andreas, wie hast du dir das vorgestellt? 2 Cola Zero. Ich wiederhole. 3 Bier und 2 Cola Zero. Yes. Yes, übertreibt es immer gleich mit seiner Nummer, ja? Und noch 2 Schnittchen. Wie Scoop. Immer too much. Nein, ein kleines reicht. So, almost daily Wiederholung. Verschiebt sich um 15 Minuten, sorry. Läuft die Sendung hier noch, oder was? Andreas! Achso, ja, ihr könnt euch ja mal selbst ein bisschen beschäftigen. 4 Jahre Rocket Beans und so mal ein bisschen resümieren. Andreas, meinst du die Stelle, kommt zu Best of Beans, oder? Nee, das ist doch ein Florentin, ist doch nirgends. So. Oh, Entschuldigung, Jörg. Es ist das Kleinbier, dankeschön, so. Das wir zahlen, Andreas, wir müssen ne? Ja, ja, das, ach, hier kommen wir hier rum, nee, müssen wir andersrum, ne? Komm, andersrum. So, das machen wir doch persönlich. Der Typ weiß auf jeden Fall, wie man eine Spannungskurve hält. Ich sag mal so, wer live seinen Pfand wegbringt, für den ist das doch eigentlich noch innerlich ein Aufstieg, oder? Wir haben Pfand so. Du weißt ganz genau, warum wir Pfand weggebracht haben. So, in dem Sinne geht's hier natürlich weiter mit einem kleinen Bier. So. Ist das 20. Bier? Ja. Aber man bringe dem Herrn Schröckert natürlich ein Bier. Wo kommen wir denn sonst hin? 20 am besten. So, wir machen weiter mit Runde Nummer 2. So. Also, die ersten 8 Fragen liegen hinter uns. Und Andreas, hättest du den Zettel nicht vorbereiten können? Ja, hätte ich natürlich machen können. So, wir kommen zu einer ganz besonderen Aktion. Oh, kann ich die Nummer anziehen? So, ziehen wir kurz an. Was ist das jetzt hier? Wenn Sie schon mal im Theater... Hallo. Ey, ich komme nicht in den Ärmel rein. Ich bin zu dick für den Ärmel. Nee, jetzt helfen wir. Ich komme nicht in den Ärmel rein. Sag mal. Mein Gott. So, hier die Fragen zudecken. Rein. Verliere ich. Sehr erwachsen geworden sein. Danke. Yes. So. Ab und zu. So. Applaus für Andreas. Also. Achso, das Mikrofon hängt hier natürlich fest. Oh, jetzt mal ganz kurz weghören. So. Lieber René, was hast du denn vor? Ja, ich habe endlich mein Abi geschafft. Und wie das heutzutage nämlich ist, dann machen wir richtig schön Party auf Lorette Mall. Ach, schön. Da gehen wir richtig schön Party machen. Und dafür packe ich jetzt meinen Koffer. Wie, du packst deinen Koffer? Naja, eher meine Kiste, ne? Weil wir fahren ja ach mit dem Schiff hin. Ja, da möchte ich aber mal sehen. Ja, da ist jetzt noch nichts drin, ne? Nee, ist Luft. Bis jetzt ist Luft drin. Und das hier gehört da nicht rein. Das brauche ich, wenn ich wiederkomme. Ja, dann gucken wir mal, was da alles drin landet. Was nehme ich denn? Ja, Lorette Mall, da ist auch immer viel Sonne, ne? Dann ach, ein Sonnenhut, ja, mit. Braucher, ja. Einfach mal rein, ja, ne? Weiter. Mutti, oder was hast du?
Ja, ich brauche noch Gummistiefel, ne, wenn ich mal ein bisschen baden gehen möchte. Baden möchtest du, ne? Oder würdest du auch? Ja, okay, das sieht erstmal gut aus. Okay. Was brauchen wir denn noch unbedingt? Ja, ich gehe ja gerne immer auf die dunklen Partys. Da, ne? Ach, du brauchst aber doch schöne Wolfsmaske. Also, die brauche ich doch. Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Wrestling-Wecker und einen Stadtplan. Ich muss ja nach der Party wieder aufstehen, oder? Aber den Sommerhut, den brauchst du den Wecker. Den brauchst du nicht mehr. Den brauchst du doch nicht mehr, ne? Ja, und wenn ich bei den Mädchen mal ein bisschen wieder angeben will, nehme ich meine GTX 900 mit. Meine Grafikkarte nehme ich mit. Eine Grafikkarte. Was ist denn mit einer Badehose und einer DVD? Die brauchst du doch auf jeden Fall. Ja, doch, Badehose. Stadtplan brauchst du nicht, das ist Quatsch. Grafikkarten waren das. Warte mal, wer denn mal einen guten Hut wieder zurückgepackt? Hut? Ich brauche doch meinen Strohhut am Strand, Mann. Ach so, ja, du hast recht. Mann. Was du unbedingt noch brauchst. Was denn? Wenn du an den Strand gehst, brauchst du doch eine Sonnenbrille und Sonnencreme, oder nicht? Nee? Ja. Brauchst aber du ich doch. Möchte doch gerne mal richtig was verlöten mit meinem Lötkolben. Gummistiefel sind Quatsch. Den Gummistiefel sind Quatsch. Ja, warte mal. Den Wecker brauche ich doch gar nicht. Brauchst du nicht? Nee, ich schlafe doch durch, so aber Urlaub. Aber Taschenrechner, hallo, Währungsumstellung, Taschenrechner brauchst du. DVD ist Quatsch, Mein Latexanzug, den brauche ich auch. Aber das Latex ist für privat, mein Latexanzug. Ja, dann mach zu, die Nummer. Ist fertig, Mutti? Ja, okay. Auf geht's nach Lorette. So, Dankeschön. Sag mal, ihr. Also, was. Ihr habt doch. Und die Frage: In welchem Land liegt. Nein. Nein. Welche Gegenstände hat René dabei? Fragen wir uns. Eine Minute Zeit. Danke an René, die Abifahrt kann losgehen. Ich hab. Welche Gegenstände hat René in seinem Koffer? René hat seinen Koffer gepackt. Was nimmt er mit zur Abreise nach Lorette Mar? Das ist safe falsch geschrieben. Sehe ich das nochmal in der Fragestellung? Das, so schreibt man Lorette Mar safe nicht. Dankeschön an unsere Stagehands. Mal einen Applaus für die Leute, die hier wirklich die Show machen. Ja, die Kiste ist der Koffer. Berechtigte Nachfrage von Wolf. Also was hat er in seiner Kiste? Auch hier nochmal eine persönliche Nachfrage. Die ganze Liste oder die Anzahl? Die Sachen. Ja. Die Sachen, die Gegenstände, nicht nur die Anzahl, sondern alle Gegenstände auflisten. Andreas, ich bin ja damals zur Studienreise gefahren. Ne? Ich bin ja nicht mit den anderen. Bist du wirklich? Ja, du bist für mich so ein Remini-Typ. Entschuldigung. Hey Daniel, Entschuldigung, Andreas. Daniel. Du hast explizit René gesagt. Nur Items, die René reingelegt hat. Was ist im Endeffekt in der Kiste gewesen? Ah, okay. Gut, dann ist alles klar. Ja. Ach, schön. Guck dich nur. Na. Ich habe noch eine Frage. Hier hallo, Andreas. Warum hattest du das Kostüm an? Naja, weil ich deine Mutter bin und checke, was das ist Comedy. Ach so. Gut. Frage Nummer. Okay, danke. Inhaltliche Bedenken gerne morgen im Feedbackgespräch zur Sendung. Ich werde nicht kommen. Frage Nummer 10. Ja. Oh, Leute. Rocket Beans Fans im Haus? Ja, das habe ich befürchtet. Ordne diese Pen and Paper chronologisch nach der Ausstrahlung der ersten Folge. Jailhouse Boogie, Dysnomia, 1648, Animal Squad, Moreton Manor. Also chronologisch heißt von zuerst nach zuletzt, ja? Hi, Zeit läuft. Da gehen wir ein bisschen Leeway haben wir da, ja? Viele Leute sagen, was ist denn Animal Squad, ja? Nicht schlimm, lief nur ein Jahr. Ja. Wir wissen ja auch, mit Space wäre es so einfach gewesen, ne? Und wir geben noch Zeit. Das hätten alle gewusst. Ja. Der Termin. Ihr seid die Besten. Also, Pen and Paper ordnen, Moreton Manor, Animal Squad, es zählt die erste Folge, ja? Wir sehen einige Reihen. Animal Squad lief natürlich
über ein Jahr. Aber es geht um den ersten Teil. Wir haben einige Mitspieler hier, die natürlich mitgewirkt haben. Chronologisch. Ach, schön, Leute. So modest Spaß. 5 Pen and Paper, ja. Krane nach Gefühl. So. Also, wir kommen zur nächsten Frage. Das ist Frage Nummer 11. Nimm doch mal Platz, Andreas. Bitte? Nimm doch mal Platz. Für Frage Nummer 11 muss ich sagen, Genesungswünsche an den lieben Hauke, der sollte eigentlich diese Frage präsentieren. Der ist aber heute nicht da. Oder ist Bonjour-Laden? Ich weiß nicht. Na gut, er ist heute krank, deswegen gute Besserung. Ich werde diesen Slot jetzt ausführen, denn es ist Zeit für eine kleine Erzählstunde, meine Damen und Herren. Hallo. Sessel ist gleich Applaus. Ah. Oh, mein Buch. Ich brauche immer. Danke Ihnen. René denkt mit. Das passiert, wir sind live. Ich habe hier einen sehr guten Schmöker rausgesucht für ihn. Ja, danke. Ja, von M bis R. Ach, bitte, das ist schön. Lieb. Dankeschön. Ja, gerne. So, fängt so nicht You an eigentlich in der Bibliothek? Na gut. Netflix, anyone? Okay. Marco, lehn dich mal ein bisschen zurück, komm. Also, ihr müsst wieder sehr aufmerksam zuhören. Es handelt sich um ein kleines Rätsel. Darf ich ganz kurz was sagen? Es ist super schwer, weil wir keinen eigenen Lautsprecher haben, zu hören, was Andreas sagt, wenn im Raum gequatscht wird. Also seid bitte ruhig. Das ist ja. Ja. Bibliotheksstimmung, das brauche ich. Den Hemingway ein bisschen oder man leiser. Oder einfach die Monitore an auf der Bühne oder so, lauter, keine Ahnung. Schon wieder redet Donny. Wieso kommt Donny immer so komisch von der Seite mit dem Ton? Wieso ist es so? Naja, egal, klären wir nach der Stunde. Also, ihr seid alle bereit? Aufmerksam zuhören. Deutlich sprechen, bitte. Okay. Ja, hier liegt ein Zettel drin, ja. Eine junge Frau wohnte in einem noblen Hotel neben einer Bank. Eines Abends klopfte jemand an ihre Tür und noch ehe sie hereinrufen konnte, betrat ein fremder Mann ihr Zimmer. Als er die junge Frau erblickte, schrak er zurück und sagte: "Oh, entschuldigen Sie mich bitte, junge Frau, ich habe mich in der Tür geirrt, mein Zimmer ist gerade nebenan." Dann ging er wieder. Die junge Frau überlegte kurze Zeit, erinnerte sich an die Tatsache, dass es in dem Hotel einen Dieb gab und bat den Hoteldetektiv zu sich. Nachdem sie ihm den Vorgang erzählt hatte, war er mit ihr der gleichen Meinung. Er ging in die Hotelhalle und nahm den Mann kurzerhand fest. Welcher Kunstfehler war dem Dieb unterlaufen? Eine Minute Zeit läuft. Guter Versuch. Das kann ich nicht nochmal vorlesen. Aber löst, ich muss nochmal sagen, hinten hat man Rätsel. Alles sehr gut verstanden, ja. Oder? Ja, ja. Jedes einzelne Wort. Klasse, ja, da, hier bei uns angekommen. Okay. Dankeschön. Also, hier wird Bier nach. Danke an Pogo und Laura. Schön, hier gibt's neuen Stoff für Team Funkmariechen. Dankeschön, Raphael. So. Okay. Zeit läuft. Ein schönes Rätsel. Ich muss fairerweise sagen, ich hab's nicht sofort gewusst. Erst als ich die Lösung hatte, wusste ich, in welche Richtung das Rätsel geht. Ja, und dann musste man die Lösung auch noch erklären. Ja. Ne? Das Jesus Christ, geht das nicht leiser. Puh. Also, schämt euch nicht, ich wusste es auch nicht. Zwölftens, was ist die meistverkaufte Spielekonsole aller Zeiten? Handhelds, Konsolen, alles in allem. Meistverkaufte Spielekonsole aller Zeiten. Bitteschön. Zeit läuft. Andreas, ich meine, wenn hier Gaming-Redakteure sitzen würden, dann wäre das ja leicht.
Das wäre leicht, wenn man natürlich wie wir nur eine Wii U zu Hause hat, wo man mal gegeneinander Boxen spielt und dann Muskelkater am nächsten Tag hat, ist es nicht so leicht, ne? Ja, ich habe nur einen Gameboy. Du bist doch ein Gamer, du hast einen Gameboy, seitdem auch nichts mehr angefasst, ne? Nee, seitdem gar nichts mehr. Da wird angestoßen bei Team Gaming to the Max ihre Hausfrage für diese Folge Rülps. Oh, Kneipenquiz heißt es. Sorry, schneiden wir raus. Ach, schön. Oh, ich freue mich. Ah, wir haben so tolle Fragen, Leute. Oh, ich freue mich auf die nächste. Bei der nächsten aufpassen, Leute. Frage Nummer 12. Meistverkaufte Spielekonsole der Welt Stand heute. Und mit Stand heute meinen wir Statista.org, die freien Statistiken, für die man keinen Premium-Account braucht. Andreas, hast du mitbekommen? Die Runde ist rum. Ja. Minute ist rum. Wir haben geläutet. Hast du jetzt auch ein Ohr und kriegst Druck, oder was? Frage Nummer 13. Ihr Lieben, ich brauche erneut eure Aufmerksamkeit, denn jetzt geht es, liebe Teams, einmal zuhören, wissen, es macht Spaß, Team Heiden, jetzt geht es um das Donny? Um das Lippenlesen. Wir zeigen euch einen Sketch. Ihr seht den Sketch auf den Monitoren, auf der Leinwand. Sucht euch eine Position. Wie nimmt denn wer? Ihr seht auf diesem Monitor gleich einen Sketch. Drei Worte fehlen. Drei Worte fehlen bei diesem Sketch. Ihr könnt sie rausfinden, indem ihr richtig Lippen lest. Liebe Regie, ihr seid ready, hoffe ich. Dann können wir jetzt den Sketch. Sketch ab, sage ich an der Stelle. Was haben Sie denn? Herr Doktor, ich glaube, ich habe was Schlimmes verschluckt. Was haben Sie denn verschluckt? Einen. Und? Ist es schon wieder rausgekommen? Ja, aber nur als. Ach, das ist ganz normal. Sie sind in den. Wollen wir es nochmal abspielen, oder? Ja. Ah. Das ist, glaube ich. Nein, oder? Okay, nochmal abspielen, ja oder nein? Für ja jetzt. Keine Ahnung. Nein! Hey, da musst du die Geschichte aber noch vorlesen. Es läuft schon, ich habe gar nichts gesagt. Okay. Oh, ich hoffe, es ist die richtige Version. Was haben Sie denn? Herr Doktor, ich glaube, ich habe was Schlimmes verschluckt. Was haben Sie denn verschluckt? Einen. Und, ist es schon wieder rausgekommen? Ja, aber nur als. Ach, das ist ganz normal. Sie sind in den. Okay. Dankeschön nochmal an Bella für diese. Für diesen Sketch. Super easy, sagt die im Funkmarichchen. Frage Nummer 14. Oh. Frage Nummer 14. Aufpassen hier im Saal. Welche Hunderasse war im Jahr 2018 nach dem Mischling die beliebteste in Deutschland? Müsste Multiple Choice sein? Ja. A. Labrador Retriever. B. Deutscher Schäferhund. C. Französische Bulldogge. Wie, jetzt stellt den mal bitte wieder runter einmal, damit ich den auch sehen kann. Dankeschön. Beliebtester Hund in Deutschland nach dem Mischling Labrador Retriever, deutscher Schäferhund, französische Bulldogge. Bulldogge? Oui, ich kann nicht atmen, ich bin ein Hund. So, also Frage Nummer 14. Heieieieiei. Das ist ja Highlight an Highlight. Ich habe selbst gar keinen Bock mehr. Das ist mir zu krass, die Sendung. Würden Sie lieber gerne die Highlight-Show von dieser Sendung machen? Heieieiei. Oh, ach, ihr seid so bezaubernd. Ach, schön. Oh, hab ich die. Andreas, was für einen Mund würdest du dir denn ziehen? Ich hab das dritte Wort geschafft. Du hast den Mund voll. Das ist toll. Spricht er mich in der 180-Minuten-Sendung live an, oder wie? Patsch dir doch mal untereinander. Hier, interagieren. Ja. Zeit läuft, Mund voll, egal.
Mikro. Übrigens, die beliebteste Katzenrasse war 2080 übrigens die Sorte Katze, die dich immer ignoriert, alles runterschmeißt und zerkratzt und dir auf den Teppich kotzt, wenn du nicht das Luxuskatzenfutter für die Hälfte deines Gehalts kaufst. Okay. Okay, nächste Frage, gar kein Problem. Marco, timestamped an der Stelle einmal schneiden, ja? Im fertigen VOD. Frage Nummer 15. Oh, wir sehen es schon. Wir gehen in Richtung Mülltrennung. Mülltrennung, ja? Schon mal von gehört? Wichtig, Umwelt und so, ne? Wir wollen ja auch nächstes Jahr nochmal Rübs machen. Kneipenquiz. Also, wir haben hier. Was ist das denn? Grün gibt's auch? Grün, ja. Da kommt das der Restmüll. Aber es ist eigentlich schwarz, ne? Ja, ist gut. Schwarz. Also, es ist eigentlich. Hier steht zwar Glas, aber es ist der Restmüll. Ja? Schwarz. Da ist vorne ein Schild dran, habe ich gehört, Andreas. Bitte? Da ist vorne ein Schild dran. Guck mal auf die Bücher. Ah, für euch ist zu sehen, für mich nicht. Ach süß, ich bin der Wertstoffmüll. Ich bin der Papiermüll. Ach süß, kennt ihr diese Mülleimer mit den Gags? Scheiße, die haben bessere Gags als ich, Alter. Ja, die ja. Mülleimer hier in Hamburg haben bessere Gags als ich. Egal. Also, ich bin der Wertstoffmüll, gelbe Tonne, blaue Tonne, schwarze Tonne. Lasst euch davon nicht irritieren. Es geht nun darum, diese Gegenstände richtig einzusortieren. Ja, da sagt mal jemand, ach guck mal hier, wer hat denn hier schon wieder Gags abgefeuert? Hier sehen wir einmal Milch, ja, mit Ü. Wo kommt die denn rein? Für euch wichtig, ihr müsst euch diese drei Sachen notieren, schwarze Tonne, gelbe Tonne und Papiertonne und die Gegenstände richtig einsortieren auf Andreas, dem Papier. Da ja. Drängt doch schon wieder einer in die Redaktion, oder? Mit den Gags da auf den Packungen. Ja. Bitte gerne nochmal bei uns melden. Also, wir haben einen Tetrapack. Tetrapack, wo kommt das rein? Wir haben einen Eierkarton. Eierkarton. Wir haben eine CD. Es geht nur um die CD, nicht um das Papier. Ja, CD. Wir haben. Schau mal, haben wir die wieder bei Florentins Umzug oder wo haben wir die jetzt wieder? Ja? Das kommt aus der Vorsichtig. Papiertaschentücher. Ja, Papiertaschentücher. Die sind offensichtlich benutzt, wie man sieht. Benutzte Papiertaschentücher. Als ob du sowas noch nicht gesehen hast, Colin. Jetzt muss man richtig benennen. Papiertaschentücher. Ach ja, und der Aktenordner. Aktenordner. Und das sechste Produkt. Kronkorken. Also, Kronkorken, CD, Eierkarton, Aktenordner. Ja, er hatte schon. Tetrapack und benutzte Papiertaschentücher. Ich zeige mal hier den Aktenordner. Ja. Als Hamburger finde ich es sehr schwer, weil ich wohne nämlich in einer Region, wo wir nicht trennen müssen. Bei uns kommt alles in einen Sack. Ja. Das wird total durchfallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen. Zeit läuft, ne? Zeit läuft noch. Super. Also richtig einsortieren. Gelber Sack, blauer Sack. Restmüll. Da muss man das Moin Moin gesehen haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und den Aktenordner war der nicht? Ach, der Ordner auch? Ja. Der Ordner auch? Ja. Okay, also Aktenordner, Tetrapack, Eierkarton, Kronkorken, CD, benutztes Taschentuch. Wichtig auch benutzt. Schau mal, das ist doch das, was du auch beim Umzug irgendwie in eine Kiste packst, oder? Und sagst, mal gucken, wo ich damit hin will. Ja, ja, ich würde mal sagen, diesmal ist klar ein Vorteil, wer uns auf meinen Moin gesehen hat, oder? Ja. Also, vielleicht noch mal kurz ins VOD vom Backyard-Sale reingucken. Antwort Fan geht nicht. Ja, normalerweise würden wir die Plörre noch mal raushauen für ein paar Euro. Heute nicht. So. Uiu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 i. Ah. Zeit ist abgelaufen. Also, wir lösen das gleich auf und schauen dann, was hätte wo getrennt werden müssen. Mülltrennung wichtig, René hat es angesprochen, bei mir wird auch komplett gar nicht getrennt, eine Parallelstraße weiter wird alles getrennt, selbst Pärchen, die einziehen, werden sofort getrennt, gar kein Problem. Wir kommen zur letzten Frage in diesem Block. Jesus Christ. Frage Nummer 16, das kann ich nicht mehr alleine machen, ihr merkt es. Hier ist die wunderbare Katjana Gerz. Deutschland! Happy Birthday! Herzlichen Glückwunsch! Und
das war sie, die wunderbare Katja. Katjana, ja. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Komplett Jetlag, direkt aus dem Urlaub, ja. Fresh, aber du hast gesagt, Kneipenquiz, ich muss dabei sein. Was ist das eigentlich überhaupt für eine Sendung? Ja. Heute bist du hier. Yes. Und zwar nicht grundlos, wie sonst immer, dieses Mal wirklich da, um mir zu helfen. Denn bei Frage 16 fragen wir uns, hier unten im Saal, ja, alles, was hier im Saal sitzt, inklusive der Leute, die hier auf den Tischen sitzen oder stehen, wie viele Tier- und Namen-Tattoos befinden sich hier gerade im Raum? Oh. Und bei liebe, uns zwei zusammen sind hast schon du ein 14. Tattoo? Ich weiß gar nicht. Nee, hab ich nicht. Ich hast du das eins? Ich hab nie gecheckt. Weiß ich nicht. Also, wie viele Tier- oder Namen-Tattoos, ja, beides zählt, bekommt Katjana gleich zu Gesicht, denn sie wird gleich hier rumrennen und den Leuten ein bisschen auf den Zahn fühlen. Vorher aber für euch die Antwortmöglichkeiten. A, 0 bis 10, B, 11 bis 20, Team Heiden, guck gleich, können wir das sehen, Team Heiden? Wir gucken schau, mal hier. C, mehr als 20. Zeit läuft, ja. Ja, läuft. Zeit läuft. A, B oder C. Wichtige. Team Heiden ein bisschen disziplinieren. Nö. Nee. Während deine mach weiter. Go. Ich geh schon mal. Nein, nur hier unten. Wir sind nur hier unten. Warte noch ganz kurz. Team Heiden ihre nur hier Absperrung unten. Verlassen. Ja. Das steht aber nicht hier. Und egal was für Tattoos, Hauptsache Tiere und Namen. Ganz kurz, ganz kurz. Dann geh doch hin und mach selbst, ist völlig egal. Aber Zeit läuft gleich ab, deswegen. Was machen die denn da? Okay. Ja, ist völlig okay. Ich hab's nicht explizit. Alle zurückkommen, zurückkommen. Ias. Gib mal bitte Mühe. Ias, zurückkommen. Hallo, an den Tisch zurück. Gino zurück, ja, aber hey. Alle zurück, Team Heiden, hallo. Aber hey, vielleicht ist das der Publikumsvorteil. Wir müssen einsammeln jetzt, ja. Leute. Ja? An der Stelle nehmen wir einmal eure Antworten entgegen. Ganz kurze Auswertung. Habt ihr? Ganz kurz eine Frage, eine Rückfrage. Mit Namen ist aber tatsächlich gemeint Maria, Detlef, ja, oder Johnny. Ja, und nicht irgendwie Milka, Schokolade. Oder nee. Delphi Showpalast. Es ist natürlich als Vorname genehmigt. Dann okay, müssen wir also diskutieren. Genehmigte Vorgabe. Das ja. Habt ihr ja sicherlich dann auch genau. Detailliert abgefragt. Stopp. So, Team Heiden hat abgegeben. Ja, wir müssen alle Zettel einmal einsammeln. Das ist ein bisschen Heckmeck, gar kein Problem. Katjana, hattest du denn einen schönen Urlaub? Hast du selbst ein Tattoo? Das kannst du ja schon mal verraten. Nein, habe ich nicht. Aber wenn ich eins machen würde, würde ich einfach nur 2009, yay. Aber finde ich gut. Oh, hast du eins? Ich habe immer mal überlegt, mir wirklich einen Raben hinten auf die Schulter zu machen. Einen Raben? Ja, oder auf die Brust so. Ich finde, das würde dir stehen. Ich glaube auch. Aber einfach, da musst du auch irgendwas mit den Brustwarzen, dass das vielleicht auch die ja, Augen gut, sind. Das ist, ja. Aber gerade bei so einer schmalen Brust lenkt das ab. Ja. Weißt du, so ein, so, wow. Ja, so ein MGK und so solche Leute, mit denen ich mich sehe, die haben halt eine schmale Brust, aber durch das Tattoo sieht es ja. Halt geil aus. Das und stimmt. Dann holt man sich auch mal so eine Sophia Thomalla nach Hause, weil man sagt, ja, Tattoos sind halt geil. Ne? Ja, genau. Und dann sagt er so, ey, der Typ, der hat ja. Geile Tattoos. Ja. Ist zwar ein Schmalhans, aber geile Tattoos. So, Wolf, einmal zurück, alle an die Tische. Was wird da denn noch dirigiert? Ja, okay. Gut, also, liebe, hier sagt Matthias, sagt gerade, so viel Assis haben wir nicht in der Community. Oh. Ja. Hey, heard it first. Katjana, okay, geh ich los geh mal raus. Und lass dir Tattoos zeigen, aber ein sag mir, weil ich mach eine Strichliste. Oder ein Apfel? Ja? Ready? Mit einem ja. Schweinchen. Wer hat hier ein Tattoo? So. Okay, hier, Nummer 1, zeig mal. Jan. Ist das Jan oder ist das Moritz? Mein Bruder heißt Jan. Dein Bruder heißt Jan, sehr schön. Gut, grüß dich, Jan. Haben wir es gesehen? Okay, Nummer 2. Haben wir es gesehen? Oh! Hier heißt Achterjan. Oh, was für ein Tier soll das denn sein? Achterjan. Achtermakaljanaja. Hier ist es Jasmin auf Arabisch. Und hier nochmal auf Deutsch. Da steht Mama.
Also nur Mama, das kann man ja lesen. Und habe ich noch Chinesisch auf dem Bein. Mama ist kein Name. Was war das? Mama ist Mama ein Name? Wie? No. Ja. Aber ist das Mama ist ein Name? Dann sagen wir haben wir. Okay. Die das Arabische? Wir machen mal einen halben Punkt. Das Arabische Punkt. Gilt, weil es kann auch gleichzeitig auch ein Tier sein. Okay, Mama, also ich habe bisher nur eins. Wen haben wir denn noch hier? Wer wird da draußen? Oh, nein, Lodi Lodi. Also wir haben mehr als... Okay, welches ist denn richtig cool? Aber okay, wir brauchen... hier. Ja. Bitte. Wir müssen Fuß. Alles zählen, trotzdem. Da ist noch eins, was ich find's ist das? Ich nicht. Latte. Nee, Latte. Latta. Ist kurz für Laterne, ich weiß nicht. Einfach weiter, Mann. Einfach weiter. Okay, wir müssen fucking zählen hier. Ein Fuck. Na, fuck you. Okay, wen haben wir hier? Ah, fuck you. Oh, Gunnar, warte, Gunnar. Hier. Fünf, noch eine, direkt da, hier. Sie hat fünf? Ja, hier. Bitte überprüfen. Sie hat fünf? Oh, Katjana, guck dir das an. Ja? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das sehen? Okay, wir haben hier einen Vogel. Das da. Alligator. Manatee, okay. Wir haben fünf. Fünf. Das ist okay. Katjana! Das sind fünf. Okay, Katjana. Wir haben gefragt, weiter. Weiter, da. Wir haben sechs. Nein, nein. Weiter. Nein. Wie viele Personen haben ein Tier oder Namen? Nein. Gott! Du! Ja. Zwei! Okay, das sind insgesamt, wir sind bei 22. Hast du... Okay, schnell alles mal ausziehen. Einfach jeder einfach mal ausziehen. Guck mal, da wird dir noch was gezeigt. Die jungen Leute, die zerstören uns hier alles. Okay. Ein Löwe. Tiger. Okay, weiter. Wie viel haben wir da? Ich habe keine Ahnung. To be honest. Acht oder so. Gunnar, hast du Gunnars schon? Ja, Tobi. Super. Gunnar. Tobi. Ja, Fuchs ist klar. Gunnar, was hast du Wen denn da? Den haben wir noch hier. Das ist, okay, er hat sich eins aufgemalt, Tobi. Nochmal Tobi. Drei haben wir hier. Gunnar. Wie viel? Nochmal hier drei. Drei Stück? Ja. Oh, hallo. Das habe ich nicht ganz gesehen. Geht das noch tiefer? Ich hier muss noch? Alle Tentakel sehen. Ja, völlig okay? Den haben wir schon. Acht. Haben wir den schon? Immer hingehen. Okay, super. Habt ihr mitgezählt? Ja. Wen haben wir noch hier? Oi, Alter, oi, oi, Alter, was haben wir da noch? Hier haben wir einen ganzen Zoo. Holy shit! Wen hier noch in der Ecke? Wo sind die Assis? Wir suchen noch mehr. Alter. Ich zitiere nur. Okay, aber ich kann nicht zählen, aber call ungefähr it a day. Sind wir... Danke. Komm mal zu mir noch mal, Katjana. Call it a day, call it a Schnitzel. Holy shit! Katjana, wir wissen nicht genau, wie viele Tattoos du gezählt hast, ja. Aber ich glaube, wir haben... Was? Ja, doch, die Lage gerade ändert, oder? Weit über 20 schon. Ich würde sagen, leider, wir haben mehr aber als 20. Wir haben mehr als 20, aber Fabian... Aber hier, einer meiner liebsten Freunde, Herr Krane, was? Haben Sie nicht auch ein Tattoo? Wie? Ich habe ein paar Tattoos. Was? Was? Ja, komm, ich habe bis jetzt zeigen. Ich hab's noch niemandem gezeigt. Sie sind doch sehr alt schon. Komm. Was? Aber ich muss sie kurz zeigen. Komm, nein. Wir werden gebannt. Lass das an. Die Sendeleitung greift ein. Runter damit. Die sind super klein, das sind kleine Ameisen. Deine mach. Was soll denn passiert hier? Also, ich habe hier noch eine Schildkröte. Ein Esel, ein Einhorn, ein Pinguin, zwei Fische, ein Hund und ein Hahn.
Der ist echt! Also, Dankeschön. Ach ja. Das ist, was soll das sein? Ein Spacko? Also, ihr werdet noch ein bisschen manipuliert. Vielen Dank, Katjana Gerz. Danke für deine Hilfe hier beim Tattoo-Szenen, Katjana Gerz. Ach, ja. Ist noch nicht alles wieder. Häufigstes Tattoo in Deutschland nach wie vor der Anker. Dann kommt Tiere, Namen. Dann sind wir, glaube ich, schon beim Hakenkreuz, oder? Das ist, glaube ich, schon an vierter Stelle. So, wir haben ja jetzt schon die Ergebnisse vorliegen von dieser Frage zumindest. Stimmt's? Bitte? Richtige Antwort war auf jeden Fall also C. Ja, wer hat das denn? Das hat Team Gaming to the Max. Team Heiden. Ja, und sonst keiner. So, und der Rest hat's nicht. So, das sparen wir uns hier, die Nummer. So, also, geil. Dann würde ich sagen... So, dann würde ich sagen, geben wir einmal ganz kurz in die Werbung, schütteln uns einmal durch, lassen uns ganz kurz tätowieren und dann geht's hier weiter mit dem Kneipenquiz live auf Rocket Beans TV. Das Kneipenquiz. Zurück beim Kneipenquiz live aus dem Delphi Showpalast anlässlich des 4. Geburtstags von Rocket Beans. Die Community hier vor Ort spielt mit an Tischen. Unsere Teams sind da. Marco hat gesagt, jetzt habe ich auch mal wieder Bock reinzukommen. Schröck setzt sich noch, gar kein Problem. Zwei Blöcke haben wir hinter uns. Insgesamt 16 von 24 Fragen wurden schon gestellt. Wir haben schon einiges erlebt. Ingo Mess hat den Bier-Song auf seine Weise interpretiert. Wir haben eben Katjana gesehen, die hier die Tattoos unserer Zuschauer ausfindig gemacht hat. Und wir lösen auf, denn, lieber René, ja. Deine Abi-Reise stand im Zentrum der 9. Frage. Und wir schauen jetzt, was hast du schlussendlich eigentlich im Koffer gehabt? Ich bin auch gespannt, was ich mit nach Lorette Mar nehme. Und ihr, denke ich mal, auch alle da draußen oder da drunten. Ja, mach mal auf die Kiste. Und wir schauen, was er drin hat. Sehe ich auf jeden Fall meinen Latexanzug. Ja. Mein kleines schwarzes. Natürlich darf das nicht fehlen. Dankeschön. Dann habe ich meine Badehose, natürlich. Badehose, ja. Man muss ja auch seine Muskeln spielen lassen. Ich gehe auch dreimal pumpen und bin übelst die Kante. Dann habe ich meinen Lötkolben, um ein bisschen rumzulöten. Na? Ich mag es, wie jemand im Publikum schreibt, oh nein, ja, wie natürlich. Hat er den denn mitgenommen? Ja. Wenn mein Laptop mal die Grafikkarte kaputt geht, habe ich immer einen Ersatz. Das ist natürlich ein kleiner Technik-Joke, hat keiner verstanden. Gut. Was macht eigentlich mein Laptop? Ja, der okay. Läuft. mein Sonnenhut, mein Strohhut habe ich dabei. Meine Mutter hat mir einen Taschenrechner eingepackt, natürlich, um mich auf das Arbeitswesen vorzubereiten. Und deswegen hatte ich ein Kostüm. Meine Fuchsmaske ist dabei, meine Maske. Wolf. Sonnencreme, Sonnenbrille und ein Knopf, aber der gehört nicht dazu. Nein, der gehört nicht dazu. Oh Gott. Gut. Kein Knopf, der war schon drin. Ganz ruhig. Wir schauen mal einmal. Ist kein Knopf. In der Tat. Kiste ist leer, dann können wir die einmal wieder zumachen. Dankeschön, René. Viel Spaß bei deinem Urlaub. So. Toll, oder? Was man heutzutage alles so durch den Nacktscanner bekommt. Das also Frage 9, das lösen wir gleich auf, denn wir müssen das gleich erstmal korrigieren und gegenlesen.
Ich frage aber schon mal, Team Heiden, wie sah es da bei euch aus? Ich packe meinen Koffer. Ich denke, das war eine ganz solide Leistung vor uns gewesen. Jetzt, ja. Solide? Solide. Ich glaube, wir haben es richtig, Leistung. Ja. Reicht das beim Kneipenquiz? Werden wir gleich noch sehen. Ihr gleicht noch ab. Wir schauen. Der war schon mal auf Frage Nummer 10, würde ich vorschlagen. Da ging es darum, unsere Pen and Paper hier chronologisch nach der Ausstrahlung der ersten Folge. Wie? Ihr liebt doch alle Pen and Paper. Chronologisch nach der Ausstrahlung der ersten Folge ordnen. Wir haben euch Moreton Manor, Pen & Paper 9-11, Animal Squad 1648, Dysnomia und Jailhouse Boogie angeboten. Wie, hat er Gott sei Dank kein Mikrofon. Team Gaming to the Max, was habt ihr denn getippt? Budi, du warst bei einigen Sachen selbst dabei. Aber es ist ja schwer, wir machen so viel Content. Konntest du es zeitlich irgendwie einordnen? Ja, ich habe da natürlich ein bisschen Vorteil. Also bis auf Animal Squad war ich ja bei allen beteiligt. Ja. Die Reihenfolge ist Animal Squad, Dysnomia, dann Jailhouse Boogie und dann kommt Moreton Manor und dann kommt 1648. Das erste Moreton Manor war Ende 2017 und die Funk-Pen & Papers waren alle... Shit, ist falsch? Team Heiden, Gino. Echt jetzt? Das ist so nicht korrekt. Also das Animal Squad, das erstes liegt, ist richtig. Aber danach kommt schon Moreton Manor. Danach kam der erste One-Shot, das war Moreton Manor. Danach kommt Dysnomia, dann Jailhouse Boogie und das aktuelle ist 1648. Ja. Nils, ihr applaudiert. Nichts hinzuzufügen, richtig? Nee, also Gino, als treuer Zuschauer unserer Pen and Papers, der hat das natürlich gerade richtig gesagt. Gino hat es total richtig gesagt. Du bist auf der Höhe. Yes. Und das ist in der Tat die richtige Reihenfolge. Also, ich habe nochmal die Release-Daten. Animal Squad, erste Folge. Gestern vor 2 Jahren schon, Gunnar. So lange ist es schon her, ne? 14.01.2017 ging es los für Animal Squad. 2 Jahre. Moreton Manor, 25. Februar 2017. Dysnomia, 13. Mai 2015. Jailhouse Boogie, erinnert euch, auf dem Klimansland, das war im Juli, 22.07.2017 und 1648 mit den Freunden von Funk und der Kirche am 6. Mai 2018. Wohlgemerkt. Ja? Colin? Wer hatte das richtig? Wir haben hier schon anhand der Reaktion gemerkt, dass Benjamin Bierchen es offensichtlich richtig hat. Das stimmt, genauso wie. Das ist die zweite, ne? Ja. Oh, der Stift. Ja, die zweite Frage ist es. Da. Wir kriegen nie schöne Herzchen. Da. Genauso wie Team Heiden. Team Heiden hat's richtig. Oh, dankeschön. Und Team Wissen ist macht Spaß. Geil. Yes. Team Gaming to the Max hat es falsch. Genauso wie Team Funkmariechen. Leider auch falsch. Gut. Nicht weiter schlimm. Wollen wir jetzt Frage 9 auflösen? Seid ihr bereit? Ja? Dann springen wir jetzt nochmal eine Runde zurück. René hat seinen Koffer gepackt. Was nimmt er mit zur Abi-Reise nach Lorette Mar? Wir haben ausgepackt. Wir haben gesehen, was drin war. Schwere Frage. Team Wissen, es macht Spaß. René packt seinen Koffer. Auf der Höhe gewesen oder schwierig? Oh, da wird genickt. Wir hatten es so. Ihr hattet es so, ja? Also wir haben die richtige Antwort. Ah. Sicher. Anderes Team? War das schwer? René packt seinen Koffer. Habt ihr das mitgeschrieben, mitgefunkt? Es war spannend. Es war semi-schwer, aber es war spannend. Gut. Also, fühlte sich natürlich an wie so ein alter Heinz-Erhardt-Sketch. Wer hat's denn richtig? Also, richtig hatten es Team Heiden. Stark. Team Gaming to the Max. Team Benjamin Bierchen. Team Funkmariechen. Und Team Business macht Spaß hatten es falsch. Bitte schön, Anja. Was genau hat gefehlt? Oh. Das,
Der, ich weiß es, kannst du dir sagen? Ja, dann sag's. Der Strohhut. Ja. Nein, den haben wir. Wo? Sonnenbrille. Den Strohhut haben wir, oder? Wo steht hier ein Strohhut? Komm, Lisa, nach vorne und zeig mir, wo hier der Strohhut steht. Zeig ihm, wo der Strohhut liegt. Ist das ein Schlagersong? Strohhut. Auf der Rückseite. Die Rückseite zählt nicht. Die Rückseite zählt nicht. Was ist das denn? Ihr habt ihn durchgestrichen. Da steht es ganz ja, klar. Aber ja, aber. Ja, ja, es ist durchgestrichen. Okay, ist Lisa, gib zu, sie hat es falsch gemacht. Das ist. Stand leider nicht vorne cool. drauf. Cool. Lisa, du kannst ja auch nicht hinter das Tor schießen und sagen, das gilt. Warte, nochmal bitte. Wir haben wieder die Klammern gesetzt, um uns zu markieren, dass da drin ist, aber wir haben es vergessen aufzuschreiben. Okay. Ja, falsch. Das kann passieren. Das dann ist es natürlich richtig. Gut, nächste Frage. Wir haben euch ein kleines Rätsel gestellt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe ein Rätsel. Hier steht Restel auf meinem Zettel. Naja, Oberflächlichkeit. No. Wer konnte das Rätsel lösen? Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr meldet euch sofort. Ja, Gunnar. Was hat ein Team Wissen, es macht Spaß zum Beispiel gedacht? Bei welcher Frage? Wir sind bei dem Rätsel, wo ich hier saß und ein Rätsel verkündet. Das hier gebe ich an Marc. Also meine Meinung dazu ist, dass es ein Fehler war. Wenn er doch denkt, dass es sein Zimmer ist, dass er dann erstmal einen Schlüssel oder eine Karte benutzen muss, um reinzugehen und nicht einfach die Tür aufstößt. Er hat auch geklopft. Marc, das ist jetzt nicht. Das ist doch die Antwort, Argument dagegen, gegen die Theorie. Das ist genau Wolf? Die Antwort. Also die Antwort ist natürlich, du hast es eigentlich im Prinzip auch schon angedeutet, der Kunstfehler absolut. War, dass der Dieb geklopft hat und an seinem eigenen Zimmer klopft man natürlich nicht an. Ja. Ganz klar. Aber eigentlich habt ihr es richtig. Eigentlich habt ihr es richtig. Strohhut. Ach. Hey, aber das hat er ja gesagt. Das ist ja jetzt... Nein. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er sollte die Schlüsselkarte benutzen, ja, bevor er einfach eintritt. Ihr seid Mogler. Mogler seid ihr. Anstatt zu klopfen, natürlich. Aber was also steht Leute, denn auf dem Zettel? Was steht denn auf dem Zettel? Was das steht auf dem Zettel? Vielleicht auf der Rückseite. Auf was steht auf dem Zettel? Steht erstmal, welcher Kunstfehler? Fragezeichen. Darunter steht, keinen Schlüssel oder Kartoffelbeutel. Karte benutzt. Karte benutzt. Links gehen ist genauso richtig wie nicht rechts gehen. Leute, es ist doch der gleiche Fehler. Also sag mal. Punkt für Wissen, es macht Spaß. Nein! Gunnar hat einfach eine sehr laute Stimme, muss man auch mal sagen. Nein! Was? Komm mal, klopfen. Ich brauche das Klopfen. Aber es ist doch das Rätsels Lösung. Nein, es Rest hat's richtig gerade. Andere Teams haben alles richtig, ne? Geil. Vielleicht nennt ihr euch in Zukunft Lamentieren macht Spaß. Hä? Ups. Also wenn wir den Punkt so verlieren, nochmal? Okay, alles klar. Jetzt such nicht jetzt schon Ausreden, Max. Also, egal, weiter geht's. Gaming to the Max, was ist denn die meistverkaufte Spielekonsole aller Zeiten? Oder Marco greift sofort. Was? Nach längeren Diskussionen die Nintendo Wii. Nintendo Wii. Okay, das ist natürlich... Falsch. Andere Lösung. Team Heiden. Ja? Wolf, nimm dir das Mikro. Wir sagen, die PlayStation 2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Team Heiden hält sich ja komplett zurück. Was ist denn da los? Naja, weil wir auch die Nintendo Wii genommen haben. Das hat einen Grund, weil jeder Nintendo Wii Sports beigelegt hat. Weil wenn man das kulminiert, ist die Nintendo Wii definitiv die meistverkaufteste Konsole. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Ich hoffe, ihr habt gerade eh erst zugehört. Das war kompletter Nonsens. Richtige Antwort in der Tat, PlayStation 2. Yes. Habe ich schon aufgemacht. Ihr könnt mal auf den Rechner greifen, um genau zu sein. Auf die Wand, oder ihr seht es bei euch auf dem Vorschau-Monitor. Die PlayStation 2 157,68 Millionen Mal verkauft, laut Wikipedia. Und der ist aktuell. Die Wii wurde 101 Millionen Mal verkauft.
Habt ihr die Statistik von Statista.org, unseren lieben Freunden? Stand 30. Juni 2016 und ja, hier haben wir den Stand. Die suchen wir nochmal raus. August. Ja, wir sind natürlich keine Premium-Nutzer, deswegen kriegen wir nicht alle Statistiken. Da haben wir sogar noch eine. Sachen holen wir uns. Wir haben sie. Ihr habt sie, wir schauen auf den Rechner für die zweite Verifikation. Aber jetzt gucken wir da nochmal drauf. Weltweit meistverkaufte Spielekonsolen bis September, aber wir brauchen das Jahr. Scrollt mal. Bis September 2018. September 2018, in Million Stück, bis in zwei. Oder? Da gibt es auch keinen Diskussionsbedarf. Ist doch alles klar. Ja, ähnlich. Es gibt doch keinen Diskussionsbedarf. Wir müssen auch Zeit. Ich finde, diese Stimmung ist gerade so aufgehalten. Völlig richtig, PlayStation 2, das hatte unter anderem Gaming to the Max richtig. Wer hat es noch richtig? Funke Mariechen. Yes, sir. Wissen, es macht Spaß. Geil. Und Benjamin Bierchen und Team Heiden hatten es falsch. Jetzt kann ich alles lesen. Und weiter geht's, Frage 13. So. Oh, Lippenlesen, ganz kurz. Wir gucken direkt auf die Auflösung. Lippenlesen, Part 2. Dieses Mal hören wir, was gesagt wird. Bitteschön. Was haben Sie denn? Herr Doktor, ich glaube, ich habe was Schlimmes verschluckt. Was haben Sie denn verschluckt? Ein 10-Euro-Schein. Und, ist es schon wieder rausgekommen? Ja, aber nur als Kleingeld. Ach, das ist ganz normal. Sie sind in den Wechseljahren. Das hatte wer richtig, Krane. Also das hatten richtig. Team Heiden. Ja. Team Benjamin Bierchen. Ja. Team Funkmariechen. Yes. Team Wissen, es macht Spaß. Aha. Und Team Gaming to the Max hatte leider, da steht leider ein sehr großer Schein. Und aber Budi argumentiert und das hören wir uns natürlich erstmal an, bevor ich hier urteile, vorschnell. Es kommt darauf an, in welchem sozialen Status man erlebt. Also ein 10-Euro-Schein ist ein sehr großer Schein für manche Leute. Für euch vielleicht nicht, der in einem scheiß Elfenbeinturm lebt. Aber für uns ist das halt wichtig. Bildung ist wichtig. Wir müssen uns auf Zeichen, auf Lippensprache auch besinnen. Und ein Schein ist wie ein anderer. Er kann groß sein, er kann klein sein. Ich würde das gerne zurückspielen ans Publikum. Kriegt Team Budi einen Punkt? Es kommt nicht. Wie ihr sofort macht. Never gonna happen. Nächste Frage. Oh, jetzt bin ich gespannt. 14. Sind wir bereit für Frage 14 überhaupt? Frage ich mal an die Regie, ganz unverfänglich. Hast du die Punkte schon verteilt, Andreas? Ja, habe ich schon. Ihr habt keinen bekommen. Keinen? Einen? Kein. Sehr groß, Punkt. Budi, nein. So, Frage Nummer 14. Welche Hunderasse war im Jahr 2018 nach dem Mischling die beliebteste in Deutschland? A. Labrador Retriever. B. Deutscher Schäfer. Und C. Französische Bulldogge. Sandro, was habt ihr gesagt? Oder Gregor? Oh, Gregor, Hundefan. Okay. Also ich weiß, dass momentan französische Bulldoggen sehr in Mode sind. Ja, und ich habe mal was gewagt. Ja, natürlich, ja. Labrador Retriever ist gängig, deutsche Schäferhunde natürlich auch, aber wir sind deshalb auf die französische Bulldogge gegangen. Ja, also Gregor sagt, the trend is your friend, aber... Leute, wir haben die Lösung hier. Bitte ganz leise sein für unseren beliebtesten Hund. Komm bitte rein. Den Labrador Retriever. Muss das sein, Dean? Ist das ein Schäferhund? Dean, das hast du toll gemacht. Nasti, wusstest du, wie beliebt Dean in Deutschland ist? Sind das Hunde, die man auch ständig sieht als Hundebesitzerin? Tatsächlich nicht.
Aber beliebt hier bei uns schon, ja. Dankeschön, Nasti und Dean. Wenn man keine ARD-Show hat, holt man die ARD-Show einfach hier in Steffi. So, wir kommen zur Auflösung für Frage Nummer 15. Dafür hätte ich gerne nochmal die Mülltonnen hier am Start. Ach so, ganz kurz, Team Heiden fragt natürlich zu Recht, wer hat es denn richtig? Hatness, Wissen ist, macht Spaß. Ja. Wir haben Funkmariechen, hatten es richtig. Ja. Und die restlichen drei Teams haben auf die französische Bulldogge gewettet. Und das ist leider falsch. Und war eine Finte. Benjamin Bierchen hat es falsch. Ui, wie soll ich das denn gleich noch lesen? So, danke schön an unsere liebevolle Hilfe. So, jetzt mal gucken, dass es mich... Oh, ich freue mich schon auf die nächste Frage. So, egal. Also, wir hatten euch nach der Mülltrennung gefragt. Oder auch nicht. Team Heiden. Ordnet mal für mich die Gegenstände ein nach gut dünken. Tetrapack gehört, gib mir noch eine Sekunde, wo rein? Das kommt in die gelbe Tonne. Eierkarton. Papier. Ja, komm. Irgendwas muss doch in Papier. Ja. Geil, wie die Leute immer mehr durchdenken. Kronkorken. Ja, schwarz mal. Wertstoff, Kronkorken, in der Tat gelb. Gunnar, CD? Übernehmt ihr? CD? Ohne Mikro? Ist es, als wäre es nie gewesen. CD, Restmüll. Und jetzt kommt's. Benutzte Papiertische, hier. Ihr. Papier, blau. Es ist Restmüll! Es ist Zeltstoff! Wer hat das gerade gesagt? Mikro! Nimm's Mikro! Zeltstoff. Restmüll, und das hat Restmüll. Sophia uns gesagt, wegen Kontaminierungsgefahr. Jawoll! Restmüll? Was habt ihr denn? Reinke, was hast du? Komm! Nee, Mikro! Oder Colin. Wir haben heiß diskutiert über Magneten und aus. Ja, aber wir würden sagen, sicher ist sicher, weil es ist abwärtskompatibel. Restmüll. Oh, wenn kein Applaus auf Anhieb kommt. Nee, das kannst du nicht bringen. Ja. Du warst so hart stark. Ich wusste es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte die Entscheidung kurz hinterfragen, weil beim Papierrecycling ein Magnet dabei ist, der Metall rausfiltert. Deswegen bin ich mir bei der Entscheidung nicht so sicher. Aber es ist nicht im Papier, es ist im Restmüll. Ja, ich sag ja, aber wenn du es zu Papier sortiert hättest, ist ein Magnet zu Restmüll. Papier. Ach so. Nee, der bleibt hier im schwarzen Müll. Übrigens war das, glaube ich, der größte wahrgenommene Pop für jemanden, der einfach einen Aktenordner wegwirft. Das war, glaube ich, der lauteste Jubel, den es je dazu gab. Außer vielleicht, ich war wieder in den 90ern mit den Referenzen. Also, Frage Nummer 16. Also nochmal die richtige Antwort. Tetrapack gelb, Kronkorken gelb, Papiertaschentücher schwarz, Aktenordner schwarz, eine CD schwarz, Eierkarton blau. Wer hat das richtig? Team Funkmariechen. Geil. Umweltbewusst. Weiter. Und das waren leider... eins hatte so richtig. Team Wissen macht Spaß, hat natürlich auch richtig. Natürlich. Die Familienväter. Der Rest hat leider falsch. Ja, wir haben nicht zwei Leute, die außerhalb von Hamburg wohnen. Also, wie immer werden einzelne Fragen hier noch vor Gericht ausgetragen. Die 16. Frage haben wir schon aufgelöst, deswegen blicken wir ganz kurz auf die Punkte. 1, 2, 3, 4. Oh, was haben wir hier bei den... Achso, gab's ja nicht. 1, 2, 3, 4 Fragen. Richtig, sind wir bei 8 Punkten bei Benjamin Bierchen. Funkmariechen hatten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte für die Funkmariechen. Team Gaming to the Max hatte 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Wir haben Team Heiden mit 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 Punkte. Alles eng. Alles eine enge Kiste. Wissen, es macht Spaß. Hatte 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Sehe ich das richtig? 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Hui, momentan führen Funkmariechen. Noch nicht gewonnen. Vielleicht ist es heute soweit. Wissen, es macht Spaß. Und ganz eng dahinter. Alles noch richtig eng zusammen. Andreas. Andreas. Ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt. Andreas. Wer, ach du, Alter. Ja. Wir haben eine neue Führung in den Community-Teams. Ah, stimmt. Danke, dass du mich erinnerst. Wie sieht's denn da aus? 16 Fragen gespielt. Es gibt eine Mannschaft mit 11 Punkten, die gerade vorne liegt. Und das ist das Team. M und M's. Wo ist es? Hallo. Ihr führt? Ja. Yep. Sieht so aus. Danke, mehr brauchen wir gar nicht. Dankeschön. So. Entschuldigung, Jörg holt noch die Bilder, die wir brauchen. Danke. Ja, jetzt warte noch mal die Zeit, wir machen erstmal Werbung, mein Junge. Erstmal Werbung? Erstmal Werbung, erstmal ein bisschen feine Snacks. Erstmal eine Fritzbox kaufen. Und dann sind wir hier gleich wieder zurück beim Kneipenquiz mit dem dritten Block. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Willkommen zurück. Marco Wehmer, der Letzte, hier beim Rocket Beans Kneipenquiz. Hashtag Geburtstag, Hashtag Kneipenquiz, wenn ihr interagieren wollt. Und mir wurde schon zu Ohren getragen, ey, hat Ingo nicht nur 19 Mal Biersong gesagt, wie immer wird das Kneipenquiz am grünen Tisch entschieden, so wie sich das gehört. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Show und gucken, ob das überhaupt noch eine Bedeutung hat. Frage war aber ohnehin, wie oft kommt das Wort Bier im Biersong vor? Und da ist es definitiv 20. Nichtsdestotrotz, Moment mal, sind wir bereit für unsere Runde 3? Guck irgendwo hin. Da, Runde Nummer 3, Fabian, irgendwas ist anders inzwischen. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber ich stehe hier. Ja. Ich habe meine Schutzschuhe an und meine Schutzkleidung an. Und ich bin bereit, das zu tun, was ich am besten kann. Ja, Team Funkmariechen, Team Wissen, es macht Spaß. Aufmerksam, alle, die es nicht sehen können. Guckt auf die Leinwand oder auf diese Leinwand. Denn wir spielen einen absoluten Klassiker. Wir spielen eine Runde Montagsmaler. Nicht mit Fahne. Ja. Der Mann, der ein T-Shirt zu dem Spiel hat. Ich glaube, ich habe gesehen, 5 bis 6 T-Shirts bisher verkauft worden. Vielleicht kriegen wir das heute noch ein bisschen hoch mit Flasche zu Geld. Ich werde dem lieben Fabian gleich 4 Begriffe zeigen. Die Begriffe hat er vorher noch nicht gesehen. Er wird dann... Wieder for one, Leute? Okay. Er wird dann mit diesen 2 Farben diese Begriffe nach bestem Wissen malen. Er hat also 4... Das ist richtig. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. 4 Begriffe. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Es handelt sich bei jedem der Worte um zusammengesetzte Substantive. Ja. Ja? Also Müll oder so ist nicht immer ein zusammengesetztes Substantiv. Da hat Budi wahrscheinlich eine grammatikalische Nachfrage. Das sind diese Tu-Wörter, ne? Also, nein. Ah, okay. Gut, also, schaff dir deine Area. Du hast 4 Begriffe, sodass in jedem... Du bist bereit? Ich bin bereit, ja. Wir sind bereit. Oh. Nimm doch mal das Mikro, Leute. Ist doch nicht das erste Mal. Was sind jetzt die Regeln? Wer zuerst richtig schreibt? Nee. Ihr schreibt einfach die richtige Antwort auf. Okay, also ja? Also ihr könnt natürlich reinrufen, aber das hören alle Teams. 4 Begriffe, ja? Genau. Ich zeige ihm die Begriffe. Er hat 30 Sekunden pro Begriff Zeit. Ich werde dann sagen, das war der erste Begriff. Zweiter Begriff ist wie folgt. Sophia, guck nicht so kritisch. Können wir jetzt loslegen? Okay. Oh. Ah, okay. Nein, 30 Sekunden Zeit für den ersten Begriff, lieber Fabian. Oh Gott. Oh, du brauchst noch Platz. Wie kriegst du da 4 Begriffe hin?
Was ist das erste Wort? Was, wie sollen wir das machen? Bist du dumm? Wie das erste Wort? Hier. Sag mal. Bist du dumm? Wie das erste Wort? Also ihr müsst die beiden Wörter vertauschen. Das erste du kannst ist am Anfang. Ah, okay. Verstehe. Scheiße, wie geht das? Ich weiß nicht, ich weiß beim besten Wissen nicht, wie ich das erste Wort machen soll von dem Begriff. Okay. Okay, das müsst ihr auf jeden Fall vertauschen. Was ist das? Denkt drüber nach, was ist das? Das muss ans Ende. So. Ist doch für euch. Besser kriege ich es nicht. Ich kann es jetzt nur schlimmer machen. Okay, danke schön, Kade. Ich kann es nur schlimmer machen. Marco, einmal zurück auf den Platz, damit ich ihm den zweiten Begriff. Ich sehe schon, wir gehen auf jeden Fall runter auf 3 Begriffe. Also, so. Wer hat die wieder gemacht? Ja, ich. So, zweiter Begriff, das war noch der leichte. Oh Gott. Alter. Mensch, wenn es keiner hat, hat es doch keiner. Kralle, guck hin. Holy fucking shit, okay. Oh, Entschuldigung. Wir machen echt den Dinner for One Sketch gerade. Gut, okay, Leute, pass zweiter auf. Zweiter Begriff. Ja. Darf Marco mal hören? Alle. Sind wir für Einrichtungen schon drin oder nicht? Alle. Alle. Ja, das ist ja. Come on. So. Ah, okay. I see. Okay. So, plus. Wieso plus? Lass sie malen, lass sie mal schrauben! Sie haben Zeit zum Malen. Hä? Sperma-Bild. Fabian, das ist echt schlecht. Die würde dich so verprügeln jetzt. Aber. Oh, aber wieso das? Nee, du hast du den richtigen Begriff gerade im Kopf? Zeig doch mal! Wieso denn da das X? Ja, lesen kannst du ja nicht. Ja, das ist das! Ach so, okay. Hier. Ja, du Depp! Jesus Christ. Da ist das Kreuz, Leute, okay? Dritter Begriff. Dritter und letzter Begriff möchte ich dazu sagen. Gib her. Dritter und letzter Begriff. Okay. Schaff ich. Leute, bleibt bei mir, okay? Also das ist ja, wenn du einen tausendstumpfen Begriff erklären lässt. Ich habe keine Ahnung, wer es war, aber ich fand's gut. Ah, Reddy, okay. Jetzt mal ernsthaft, also. Kann man das sehen überhaupt für euch? Erster Teil. Ja. Ich verstehe Florentin mittlerweile sehr, sehr gut. Oh, das ist aber gut. Das ist gut. Go on. Okay. Ach, süß. Hast du gut gemacht, Kane. Ich finde, wenn man es weiß, dann sieht man es. Blumeneintopf. Ach, schön. Ah, ja, komm, die Blumen. Okay, habt ihr, Leute, seid ihr bei mir? Oh, okay. Seid ihr bei mir? Gut, Dankeschön. Einen kleinen Applaus für Fabian Krane und Montagsmaler. 3 Begriffe. Grüße gehen raus an Florentin. Ja, doch. Wenn man es weiß, dann war das lösbar, würde ich sagen. Keine Panik, wenn es keiner richtig hat, kommt auch keiner zu Schaden. Hey, Andreas. So, Andreas. Einmal wieder. Schreck, ganz kurz. Daniel Schreckert noch. Bei dem zweiten, da hat er irgendwas da oben gemacht und da habt ihr eben noch was gesagt. Und er meinte irgendwie, das ist wichtig oder irgendwie sowas. Oder das ist entscheidend. Wir haben es nicht verstanden. Das ist entscheidend? Bei oben müsst ihr das vertauschen. Nein, bei dem zweiten. Bei dem zweiten? Da hast du gesagt, entscheidend ist irgendwie was. Ja, ich habe das Kreuz nochmal auf den Kopf gemacht. Das Kreuz auf den Kopf? Ja. Wolf, einmal zu. Und das ist entscheidend. Ja. Okay, alle wieder hinsetzen. Ach süß, das ist ja toll. Ja. Hey. Aber das sind ja nur 3. Ja, weil, ne? Ah, okay. Sorry, dass ich mir dieses Recht behalten habe, das Ding, damit es nicht zu sehr in die Länge geht, ein bisschen einzudampfen, ja? Das ist nicht schlimm. So. Das ist so. Frage Nummer 18. Süß, ach, wie eh noch. Einmal wieder hinsetzen. Ich schön, wie Wolf einfach fasziniert davon. What the fuck? Ja, okay, gut.
Frage Nummer 18. Wir machen nahtlos weiter. Ist Krane wieder da? Ja, Krane zieht sich noch um. Und zwar mit der Frage, warum ist das Restaurant Nusr Ed kürzlich in den Schlagzeilen gewesen? Kleine Wissensfrage zum Reingucken. Frage Nummer 18. Zeit läuft. Habt ihr schon... Oh, haben wir schon gedreht. Warum ist das Restaurant Nusr Ed kürzlich in den Schlagzeilen gewesen? Möchten wir wissen. Frage Nummer 18. Übrigens, der Begriff Restaurant kommt aus dem Französischen, heißt so viel wie wiederherstellen, stärken, nicht kotzen, lang lebe Frankreich, Camembert, Baguette, Guillotine. Ja. Nusr Ed. Jetzt weiß ich. Ja, nur dran. Hei, hei, hei. So, Frage Nummer 18. Frage Nummer 18. Unsere Wer hat eigentlich mal Bild gelesen? Frage für die Zuschauer. Frage Nummer. Sag mal, wollte gerade sagen hier. Ah, Frage Nummer 19. Da haben wir eine Grafik für euch vorbereitet. Leute, vervollständige die Liste der deutschen Kanzler. Uff! Ah, was? Es gab noch jemand anders außer Merkel? Ja. Adenauer haben wir vorgegeben, Brandt, Schmidt und Merkel. Bitte die restlichen ergänzen. So viele Kanzler sind es noch nicht gewesen. Zeit läuft. Merkel kennen wir noch, Schmidt, kennt man Harald Schmidt. Und der Willy Brandt. Adenauer, hat jemand von euch eine Adenauer-Parodie am Start? Nee. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast, aber es muss richtig gewesen sein. War sehr gut. Es war sehr Danke, gut. Danke, Jungs. Oh, ich habe noch einen Physikring. Na, ist es später. Ah, yeah, yeah, yeah. So, also deutsche Kanzler sind gefragt, die Frage nicht zu kanzeln. Frage Nummer 20. Die Frage ist, welche Geräusche hören wir? Denn wir haben zwei Geräusche vorbereitet, deswegen... Absolute Stille. Absolute Stille. Einmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, für das erste Geräusch. Achtung, das erste Geräusch. Okay. Noch einmal gerne das erste. Oh. Und das zweite Geräusch. Achtung, nochmal alle hinhören, ganz kurz. Zweites Geräusch. Was? Nochmal. Und noch ein drittes Mal. Geil! Jetzt reicht's aber, höre ich da. So. Also, diese beiden Geräusche. Sophia hat da die Akustik des Raumes erkannt und ausgenutzt. Eieiei, ach nee, Leute, wirklich. Versuchsaufbau, bitte schön, Jungs. Nicht schlafen, Versuchsaufbau. Habt ihr? Ja, ja, ich hab alles da. Geil. Ah. Zeit läuft natürlich für die beiden Geräusche. Einmal noch bitte das Geräusch. Das erste oder das zweite? Das zweite Geräusch noch einmal, ganz kurz. Danke, Regie. Also, ich wiederhole nochmal. Und das erste Geräusch war. Ja? Und. Gut. Okay, ihr seid bereit?
Frage Nummer... Achso, wir sind ja am Ende. Doch, Glocke nochmal läuten. Ja. Frage Nummer 21. Zwei, genau. Dann haben sie es wohl richtig. So, Frage Nummer 21. Hei, hei, hei. Ganz genau zuhören und hinschauen. Frage Nummer 21 hat René für euch parat. Damit gebe ich die Verantwortung ab. Ja. Willkommen beim Kneipenquiz und wir haben noch eine kleine Rubrik hier in diesem Kneipenquiz. Da steckt nämlich Spaß mit Feuer. Ja, das sieht man, glaube ich, gar nicht so gut. Aber die Frage, die euch heute gestellt wird, was von diesen Gegenständen wird brennen? Ich habe hier Tortilla-Chips. Tortilla-Chips. Was ist mit den Gegenständen? Was brennt? Ist mit einer Flamme. Mit einer Flamme, natürlich, wird die Flamme raufhauen. Dann haben wir hier normale Kartoffelchips. Wir alle gleich so, okay, da muss ich hingehen. Wow. Wir haben eine Vollmilch-Alpenschokolade von einer Firma, die will ich drehe mal um, die wir nicht nennen möchten. Und wir haben die Kokosflocken hier. Die kennt ihr alle, ne? Ist ja gerade modern. Leute, ihr könnt es alle prima auch sehen auf eurem Vorschau-Monitor. Keine Ahnung, warum hier so eine Pep-Rally ist. Die Frage ist jetzt... Moritz-Hände gerade. Ah ja. So, einmal zurück an den Platz hier, Leute. Hallo, was ist denn hier? Keine Zaungäste. Jesus. So, also das packen wir zu einem zusammen, ne? Sonst, wir haben nämlich ABC. Ja gut. Ja? Dann sind das also Tortillas und Chips. Nicht wundern. Vollmilchschokolade und... Also, nicht wundern, ihr habt auf euren Bögen Multiple Choice ABC. Warum denn? A. Jetzt einmal zuhören, Team Heiden. A sind die Tortillas. B ist die Schokolade. C die Kokosflocken. A, B, C. René hat es völlig richtig aufgebaut. Das war beim letzten Mal, ne? Aufgepasst. A, B, C. Ihr habt ja, Multiple Choice. Weg. Die Frage ist, was brennt nur mit Tortilla einer dann. Flamme? Nein. Ja. Die beiden sind eine Tortillas, Sache. Tortilla Chips. Ja? Also drei Chips Gegenstände, was brennt mit einer Flamme? Wir werden das gleich mit dem Bunsenbrenner testen. Ja, kein Streichholz, kein Feuerzeug mit dem Bunsenbrenner. Zeit läuft längst, nehme ich an. Ja. Ja. Also, was brennt mit einer Flamme? A, B oder C? Zutreffendes bitte ankreuzen. A, B oder C? Was brennt? Unter Live-Bedingungen. A, B oder C? A, diese Tortillas. B, Schokolade. C, Kokosflocken. Für mich heute nur wichtig, dass die Bohnen noch brennen. Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. Geht komplett unter die Nummer. Eddie, was machst du da? Einfach nur mal riechen. Ach so, gucken, ja, da ist okay. Ja, klar. Sag mal. Zeit ist abgelaufen, Jungs. Hallo, die Glocke läuten. So, bitte noch mal einmal hinsetzen, Herr Gade. Die Tüte kannst du gerne mitnehmen. Frage Nummer 22. Wir sind im weitesten Sinne in dieser kleinen Schnittmenge zwischen Geschichte und Lell. Denn wir fragen... Frage Nummer 22. Was schenkte Karl der Große angeblich Papst Leo III. Um 800 anlässlich seiner Kaiserkrönung? A. Das Windeltuch Jesu. B. Seinen eigenen Sohn. C. Die heilige Vorhaut Christi. Was schenkte Karl der Große angeblich Papst Leo III. Um 800 anlässlich seiner Kaiserkrönung? Zeit läuft. A. Windeltuch Jesu. B. Seinen eigenen Sohn. C. Die heilige Vorhaut Christi. Muss hingepackt. T. Ja, da steht's auch richtig. Frage Nummer 22. Ach so, die Frage, die natürlich auch dahinter steckt. Was haben wir hier für die Auflösung? Ne? Da frage ich mich ja gleich. Also, Frage Nummer 22. Ach krass, sind wir schon durch. Was, ne? Irgendwie ein Tür. Da wird geknobelt und gekniffelt und gerätselt.
Süß. Also Karl, der große, der Karl, ja, für die, die sich immer fragen, welcher ist das? Kaiser gewesen nach Franz Beckenbauer, der zweite große deutsche Kaiser, Karl der Große. Windeltuch Jesu, seinen eigenen Sohn, oder die heilige Vorhaut, Christi. Frage Nummer 23. Hallo, liebe InTouch-Leser. Was haben Thomas Seidel, Prinz William und Lady Gaga gemeinsam? Was haben Thomas Seidel, der neue Freund von Helene Fischer, hallo, Prinz William und Lady Gaga gemeinsam? Antwort, wie sie sind alle drei Menschen, zählt natürlich nicht. Es geht um eine besondere Einschränkung. Also Thomas Seidel, neuer Freund von Helene Fischer, Prinz William, neuer Freund von Prinz Charles und Lady Gaga gemeinsam. Andreas, wie hast du das gerade gesagt? Zeit läuft. Eine Einschränkung? Wie Einschränkung? Oder was, um was geht es? Um eine gemeinsame? Naja, was haben sie gemeinsam? Man kann jetzt nicht schreiben, sie sind alle drei Menschen. Ach so. Das wäre ein bisschen Quatsch, ja? Oder sie haben eine Nase oder so. Na, es geht schon um was Spezifisches. Zeit läuft oder was? Ja. Die Zeit läuft. Noch was haben wir? Was ist denn die letzte Frage? Oh. Seid ihr bereit für die nächste Frage, Jungs? Gut. Haben wir die jetzt noch markiert? Ja. Ja. Habt ihr? Geil. Also, Leute, wir kommen zur allerletzten Frage. Ach ja, Leute, noch einmal bitte eure Aufmerksamkeit. Also, wir hoffen, euch hat die Show gefallen, aber ihr könnt gerne zeigen, wie sehr euch die Show gefallen hat. Ich würde jetzt einmal mit dem Hütchen rumgehen. Gut, wir kommen zu unserer letzten Frage. Hütchenspiel. Wir drei sind nicht nur als, ja, sag ich mal, Kabarett-Trio unterwegs, wie viele ja wissen, die uns auf Social Media folgen, sondern, und Marco hat es schon ein bisschen durchschaut, wir haben alle drei auch Hüte. Diese Hüte sind nicht gleich, von außen schon, aber wir sehen hier, ich habe ein X. Diese drei Hüte setzen wir uns gleich auf, dann wechseln wir bunt hin und her und ihr müsst sagen, wo am Ende das X ist. Meine Damen und Herren, nichts blockieren, Andreas, bitte. Ich habe das X jetzt, genau. Ja. Okay, wow, das sieht so ein bisschen aus wie dieser Bully-Parade-Sketch. Da müssen wir Rücken an Rücken stehen. Müssen wir Rücken an Rücken stehen. Ich habe das X. Das, naja, es, aber es geht nur, ja, ihr müsst nur den Hut verfolgen, ja. Das X verändert sich in den Hut nicht. Also, ich habe das X. Leute, ihr seid ready? Sind alle ready, wirklich? Ich glaube, Marc müsste noch mal einen kleinen Schritt. Wir hier die Herde, ja, okay. Hast, ne? Wir sind alle ready. Kamera bleibt da. Und dann würde ich sagen, let's go! Da. Vorsicht. Nein, nicht den Hut abnehmen jetzt. Ne? Nicht die Nummer. So, wer hat den Hut mit dem X? Danke. Sehr gut, dass Raphael. So, ihr versteckt einmal die Hüte. Danke auch nochmal an Raphael. Ja, danke mal an Raphael. Das war natürlich kein Zufall. Mit ganz viel, ich bin komplett voll geglitzert, ja. Sieht man das, so gehört sich das, auch bei einem Geburtstag. Hier wird noch diskutiert, wir haben alle 24 Fragen gehört und ich sage, bis gleich. Guck mal, jetzt sitzt mein Kameramann, wo ich eben noch gesagt habe, setz eine Mütze auf, damit ich dich sehe, sitzt jetzt am Tisch. Völlig egal, wir sind gleich zurück beim Kneipenquiz, bis gleich.
Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Leute, willkommen zurück zum Kneipenquiz-Abend hier bei unserem vierten Geburtstag. Rocket Beans TV wird 4. Das haben wir gefeiert. Gebührend mit einem Kneipenquiz, mit einem Mix aus kleinen Trivia-Fragen, aktuellen Fragen, Action-Fragen. Wir hatten alles dabei. Kriege ich jetzt auch nochmal einen Alster? Alle kriegen einen Alster. Na, gar kein Problem. Wir hatten den dritten Block hinter uns. Wer hat den denn hier nachgemalt? Was geht hier denn bitte schön ab bei Benjamin Bierchen? Ja, wir sind. Was ist los? Ich bin am Start. Sehr gut. Wer hat diese Nummer? Naja. Gut, also. Ja, Andreas, was ist die Frage? Da blicken wir im Nachfassen nochmal drauf. Also, wir beginnen mit dem dritten Block, mit der Auflösung. Jungs, ihr seid ready? Ihr fühlt euch gut? Ich fühle mich wunderbar. Ja. Dann fangen wir an. Wie fühlt ihr euch eigentlich? Er hat gefragt, wie ihr euch fühlt. Hey, danke, wäre gar nicht nötig gewesen. So. Krane, nimm weg die Scheiße. Aber nicht, dass ich drüber stolpere. Also, Montagsmaler haben wir gespielt. Drei Begriffe hat Krane gemalt. Ja. Und sehr gut auch, oder? Wir fangen an, ja. Wir fangen an. Das ganz obere, liebe Teams. Team Heiden, irgendeine Ahnung gehabt? Das obere. Conny. Ja, also links ist eine Bürste, glaube ich. Da haben wir gesagt Herrenbürste oder Herrenkamm oder Herrenbürste. Andere Vorschläge. Also ganz am Anfang waren wir sehr schnell dabei und sind dann auf Zahnbürste gegangen, weil er so viele Punkte ins Gesicht gemacht hat. Am Ende haben wir dann aber doch überlegt, es könnte auch der Bartkamm sein, weil es ja viele Haare im Gesicht und Kamm. Oh, Bart. Den haben wir übrigens auch, Andreas, den Bartkamm. Wenn ich da ganz kurz einfach mal mit einsteigen darf. Und zwar war bei uns auch Herrenbürste lang im Gespräch. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass der Fabian auch einen ganz kleinen Pimmel noch dazu gemalt hat, zu diesem Männchen da oben. Dann war klar Herren und dann haben wir gedacht, Kamm. Und dann kann es ja nur der Bartkamm sein eigentlich, oder? Budi? Ich wollte eigentlich nur die Fabian Krane beleidigen. Das ist echt scheiße gemalt, Mann. Allesamt. Also das ist wirklich so... Hey, Budi, ganz ehrlich, stell du dich mal vor 300 Leuten und mal mit einem Pinsel, ja? Der ist ja gut. Der richtige Begriff, der gesucht wurde, war Nervensäge. Leute, ganz kurz, ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Lass den jungen Mann erklären. Leute, setz dich bitte hin. Leute, wir sind im Internet, hier wird jeder angehört. Bitte. Gunnar, ganz kurz. Also, Nerven kann man nicht zeichnen. Wie will man Nerven zeichnen? Haben wir den Pinsel noch irgendwo? Ja, okay. Es fehlt offensichtlich am biologischen Wissen von mir. Sorry. Wir haben alles Bartkamm. Mal melden. Also, das Problem ist... Bartkamm. Wo ist denn der Bart, Alter? Das Problem ist, ich habe mit dem falschen Begriff angefangen. Dann habe ich versucht, noch das rückgängig zu machen, aber es ist eher alles ganz schlimm, weil das natürlich nicht nach einer Säge aussieht. Aber es soll eine sein. Könnt ihr mir ankreiden? Aber macht's erstmal besser! Es kann jeder hier besser machen! Es kann niemand hier besser! Doch, klar! Zweite. Hättet ihr das hier als Nerven erkannt? Sorry, come on! Biologie! Klar. 6. Klasse, wie lange ist es her? 20 Jahre? Alter, deine Säge ist einfach scheiße! Das ist keine Säge! Das ist eine Ente mit Igelfrisur! Nummer 1 zählt einfach! So. Sorry, dass ich noch nie eine Säge. Zweiter Begriff! Hat ihr irgendwer eine Ahnung? Zweiter Begriff. Irgendwer hat die Meinung, habt ihr irgendwas beim zweiten?
Wolf, greift ihr das Mikro? Nach langem Ringen sind wir auf, Achtung, Lungentransplantation gekommen. Oh, shit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Und? Ja. Eieieiei. Okay. Matthias. Aber dann haben wir mitbekommen, dass er gerade da etwas unsicher war und schnell noch ein Kreuz auf den Kopf gemacht hat. Also haben wir in der letzten Sekunde von Lungentransplantation auf Hirntransplantation gewechselt. Ich möchte kurz einsprechen. Ja, das habe ich ja nochmal geändert. Gehirne sind durch eine Brücke miteinander verbunden. Ich schließe ein Gehirn dadurch aus. Jörg. Ich habe den Begriff hier für euch. Welche Kamera ist das? Alle viel zu sehr angestaute Energie. Begriff Nummer zwei. Jetzt will ich jetzt sehen. Gehirntransplantation. Egal, das ist ja, gut. Das ist die. Wurde das aufgelöst? Wurde das jetzt aufgelöst als Gehirn? Bitte? Ja. Gehirntransplantation ist der zweite Begriff. Nils-Fassung, weil man Nils sprachlos bekommt. So. Zweiter Begriff. Ey, aber das ist eindeutig mehr Lunge als Hirn. Ja. Aber ist egal, weil der Begriff war Gehirntransplantation. Funk Mariechen nahm es richtig. Dritter Begriff. Warum? Warum bitte mal, beruhige dich. Ich kann so viel nicht ertragen. Ich will eine Frage. Warum malst du etwas, was aussieht wie eine Lunge und machst das X an dem Standort, wo die Lunge genau. ist? Genau. Und das habe ich. Ja. Warum machst du denn das X? Nils, da? Ich habe mir gemeint. Dritter Begriff. Und irgendwer eine Ahnung, was das sein soll? Ja, das ist ja. Blümchen-Sex. Wir wollen noch einen Versuch. Blümchen-Sex. Ja, Blümchen-Sex. Da sind wir. Blümchen-Sex. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Blümchen-Sex, Mann. Das haben wir doch aufgeschrieben. Das habt ihr auch. Das haben wir. In der Tat, Blümchen-Sex. Komm, Leute. Und damit kennt sich Team Games to the Max doch aus. Gaming. Halbe Punkte. Ich weiß, dass du noch nie Sex hattest. Also. Egal. Habt ihr was? Wir haben was, ja. Was ist der Quatsch? Ist das vielleicht? Nur jemand, der noch nie Sex hatte. Ja, ich würde sagen, keiner so. Kriegt einen Punkt und gut ist. Ja, sorry. Ich arbeite bei Rocket Beans. Okay, touché. Als Lungenarzt ist das halt auch schwer, Simon. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Budi. Hat irgendwer zwei Begriffe richtig? Ja, wissen, ja. Es macht Spaß, haben also. Zwei. Nein. Nee. Das muss doch irgendwas wert sein. Jetzt mal nicht die Regeln ändern. Man kann nicht die Regeln ändern. Alles also, oder nichts. Ich finde, wenn man überhaupt irgendwas erraten hat, ist man schon King. Nein. Halber Andreas, Punkt. Dann ziehst du auch durch den ganzen Abend, echt. Nein. Halber ja, Punkt. Jetzt muss es halber Punkt. Gibt's ja wohl nicht, dann will ich ja noch die halben Punkte in die Städte haben. Okay. Zwei Drittel Punkt heißt es damit das ganze Spiel. Hat irgendwer anders was richtig? Ein Begriff maximal, ne? Also alle anderen Teams sind schon mal raus. Ihr habt doch ein Mikro, da haben wir bei anderen Dingen auch zwei. Die erste Frage dieses Bilderrätsels war schlicht nicht beantwortbar. Wie der Sand. Na klar, das sieht man ganz eindeutig da oben. Jetzt. Halber Punkt! Nee! Unwunderbar wurde beantwortet von uns. Ich finde es unfair, die Schuld da bei mir zu suchen, ja. Ganz ehrlich. Ich fühle mich leicht wie bei einer Erhängung. Ja. Das ist unfassbar. Warum ist das Restaurant Nusrette kürzlich in den Schlagzeilen gewesen? Wollten wir wissen bei Frage Nummer 18. Frage Nummer 18, Gunnimaus. Ja, da arbeitet natürlich Salt Bae und hat Ribéry dieses Goldsteak verkauft. Komplett richtig. Wer wusste das auch? Team Heiden. Team Funkmariechen. Und Team Gaming to the Max. Noch wer? Nein. Rest wusste Gaming nicht. Gaming to the Max hast du? Nusette, die 18. Ribéry, Goldsteak. Habt ihr nicht? Nee. 18. Und wer noch?
Gaming to the max, Andreas. Das richtige. Business macht Spaß, hat's falsch? Ja. Die Lösung noch mal. Das war nochmal die Lösung. Yes. Reberie, goldenes Steak. Frage Nummer 19. Kannst du mal ganz kurz lieber. Goldenes Steak ist die Antwort. Ja. Auf welche Frage? Warum ist das Restaurant Nusre Ed kürzlich in den Schlagzeilen gewesen? Come on. So, Frage Nummer 19. Deutsche Kanzler Adenauer vorgegeben. Brandt, Schmidt, Merkel. Oh, hier, komm mal, Team Heiden. Das erwarte ich von Team Heiden. Komm, das wisst ihr. Das ist Tobi. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel. Absolut richtig. Yes! Ja. Was weiß doch jeder, der war ja vorher richtig. Ich frage auch, wer liebt unser Land? Also unser richtig. Land hat ganz gern Team Benjamin Bierchen. Wissen, es macht Spaß. Team Heiden. Warte kurz. Wissen, es macht Spaß. Team Gaming to the Max. Team Heiden hat's richtig. Team Gaming to the Max hat's richtig. Ja, ich stehe davor, und sorry. Team Funkmariechen hatte es richtig, haben sich aber dann nochmal umentschieden und damit falsch. Was? Colin, was persönlich. Was soll dieser Pfeil hier bedeuten? Und jetzt nichts Neues dazu. Was? Sag doch mal die korrekte. Sag es nicht, du sagst die korrekte Reihenfolge. Du sagst die korrekte. Du sagst. Erhard, Kiesinger, Brandt, Gerhard Merkel. Ist doch richtig. Aber nochmal bitte. Was soll der Pfeil? Der Pfeil führt von Platz 3 zu Platz 4. Okay. Ganz normal. Ach, da geht's weiter. Da geht's weiter. Es hätte auch sein können, dass es tauschen wollte. Ja. Na gut, aber. Nee, aber das. Also, ihr habt hier und da geht's weiter, ne? Ja, genau. Ja, das ist okay. Auch daneben dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inklusive Pfeil. Also, sorry. Nein. Zeig's nochmal für die Kameras. Hier. Also. Bam, bam, bam. Pfeil zu Nummer 4, 5, 6, 7. Pfeil zu Nummer 8. Ja, gut. Ja. Also, bitte. Ja. Dann ja. 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 Funkmariechen, richtig. Frage Nummer 20. Oh, jetzt bin ich gespannt. Welches Geräusch hören wir? Welches Geräusch hören wir? 20. Geräusche hören. Geräusche hören. Gaming to the Max. Booty, was habt ihr? Geräusche hören. Geräusche, das war sehr schwer. Das erste Geräusch, was wir gehört haben, das war ein Papierschredderer. Das war unser erster Gedanke. Zustimmung? Nein. Sondern? Das ist falsch. Als jemand, der sehr viel Kaffee trinkt im Hause Rocket Beats, kenne ich das Geräusch sehr gut. Es ist der Kaffeemühler. Ich würde sagen, dein Kaffee schmeckt verdächtig nach Papier in letzter Zeit. Yeah! Zweites Geräusch. Budi? Sauschwer, wirklich sauschwer. Wir haben einen Flaschenöffner aufgeschrieben, elektrischen Flaschenöffner. Gegenstimmen? Was man natürlich braucht, wenn man einfach Donny. Dumm ist. Was soll das denn sagen? Was habt ihr als zweites Geräusch? Wir haben als zweites Geräusch haben wir diese Kaffeekapseln, wo man dann so einmal von oben so runter. Aber wie soll ich das denn in die Antwort reinschreiben? Kaffeekapseln, wo man da von unten so runter. Wer soll das denn aufschreiben? Naja, also wir haben es reingeschrieben als Kaffeekapsel. Ist die richtige Antwort? Nein. Erste Geräusch haben wir schon aufgelöst. Süß, wie ihr immer noch die Hüte auf habt. Erste Geräusch haben wir richtig, ist ein Schredder. Zweites Geräusch. Regenschirm. Können wir es nochmal hören, das zweite Geräusch? Regenschirm. Hat das jemand richtig? Andreas, darf ich kurz mal Regenschirm runterholen? Ja, kennt ihr das Klingt? Ja. Genau wie so ein Schraubverschluss von so einer. Hat das jemand richtig? Nein. Nein. Keiner von. Hat jemand eins richtig? Ja. Nicht relevant. Also, wir warten noch kurz. Funkmariechen. Falsch. Depp. Na gut, ihr meint alle. So, wir haben keine Teamentscheidung. Und wir haben einmal den. Nur gerecht. Du Schleimer. Wirklich? Lautstärke-Test, genau. Nochmal? Nochmal? Nochmal das Geräusch aus der Regie? Und? Ja. Regenschirm! Beweis angetreten! Sehr gut. So, hatte also keiner
Richtig, hier hatte ich noch gewartet. Wir gucken kurz mal auf den Zwischenstand. Vor den letzten vier Fragen. 9 bei Benjamin Bierchen. Wir haben hier 2 richtige. 11 momentan bei den Funkmariechen. Wir haben hier 8 gehabt. 9, 10. Hier haben wir 8, 9, 10. Auch. Ui, 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 ui. 9, 10. Für Wissen, es macht Spaß. Herrschaft, Zeiten ist es eng. 19 sind 10, 11. Andreas, wir haben leider noch keinen Zwischenstand von der Community, aber ich möchte kurz eine Sache erwähnen. So. Es gibt ein Team, die haben tatsächlich Nervensäge erkannt. Und ich küsse eure Augen, Leute. Ihr seid richtige Rocket Beans-Fans. Wirklich? M&M's. Einen großen Applaus. Ah, beruhigt euch, ist nur Montagsmaler. Frage Nummer, Frage Nummer 21, Leute, wollt ihr das wirklich noch machen nach dem? Gut, Frage Nummer 21, was verbrennt mit einer Flamme? Wir haben Tortilla-Chips, Schokolade, Kokosflocken und wir haben einen Bunsenbrenner und wir haben René. Brauchen wir noch weitere Sicherheitsvorkehrungen? Haben wir einen Feuerlöscher bereit? Ja. Denn wir sind Entertainment, aber don't try this at home. Wir haben einen Feuerlöscher. Kriegt ihn jemand im 2-2 auf? Nein. Nein, wahrscheinlich der Feuerlöscher nicht. Ist er abgelaufen? Höchstwahrscheinlich ja. Wir fangen an mit dem ersten Gegenstand. Tortilla-Chips. Verbrennen die mit einer Flamme? Ja oder nein? René, bitteschön. Der Tortilla-Chip? Brennt. Er macht. Ja. Okay, mach mal die Kokosflocken. Okay. Nein. Kokosflocken. Wie? Ja. Egal. Ja, es brennt eindeutig. Ja. Brennt. Nee, leg's ruhig bei C, jetzt liegt's bei B. Leg's genau, mal richtig ist C. Hin. Ja. Fass es an, wenn's brennt. Spaß. Und die. Und die Schokolade. Brennt sie oder brennt sie nicht? Das ist alle. Alter! Was ist jetzt leer? Hat er das Gas wieso, aus hier. Wieso das hast du jetzt einen zweiten Bunsenbrenner? Der geht nicht mehr weiter. So, jetzt kommt die Schokolade. Ah, das passt doch. Da brennt gar nichts. Nix, unmöglich. Ach Quatsch. Das raucht nur, da brennt nichts. Das raucht nur, da brennt nichts, sagen die Funkmariechen. Nimm mal weg den Bunsenbrenner. Ja, also keine, wir sehen keine Flamme. Yes. Nein. Weg. Ja, oh, obwohl. Hallo. Annullieren. Ist es eine Flamme? Was soll denn im Haus überhaupt brennen? Also wir, nein, guck mal hier. Nee, der wurde gepustet. Nein. Das hat noch gebrannt eben. Nochmal anzünden, an der anderen Ecke. Moment, die Frage war ja nicht, was brennt für eine Lebenszeit. Naja, es hat gebrannt, fertig. Es hat gebrannt und fertig, ja. Alles hat was? Nein, der geht wieder auf. Nein, Andreas, lieber Spielleiter, hier, darf ich eine Frage stellen? Oh! Mazeltov! Oh, guck. Zu meiner Verteidigung. Dafür stehe ich. Naja, das ist eine Mini-Flamme, lieber aber Spielleiter, ist eine Flamme. Das lieber ist René, lieber Fabian und lieber Andreas. Also Kokos. Ich habe eine Frage. Eine repräsentativ für unser Team. Wir das haben ist eine Flamme. Angegeben, das ist eine Flamme. Dass Lisa nichts Nick, das brennt. Ist für mich die einzige Autorität, die ich ansprechen kann. Genau, also ich würde gerne, also wir haben wirklich eine Frage, weil wir glauben, dass wir recht haben bezüglich was brennen kann. Und zwar, wir haben gesagt, dass nichts brennen kann, weil Carina heute keinen quasi Feuerwehrmann zur Seite gestellt hat. Und das war quasi dann die Sache, das, darf ja nichts brennen. Das verstehen alle Leute, die bei Rocket Beans arbeiten natürlich, weil sie unsere Feuerwehrfrau ist. Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass sie dabei steht. Das ist der Joke meines Lebens. Danke, ich stelle mich wieder hin. Sollte
Wow. Also, richtige Antwort. Mit ein bisschen Hängen und Würgen, aber wir haben gesehen... Oh, na ja, doch, guck mal, hier ist ich immer noch. Ich hab's ausgepustet, aber... Also, alle drei Dinge brennen. Schokolade. Ja, alle drei Dinge brennen. Also, Schokolade wussten wir selbst nicht, wie es gerade ausgeht. Ohne Scheiß. Hängt auch von was ab, René? Das ist aber nicht wie Schokolade. Warum brennt's? Wegen den Fetten. Wegen den Fett? Du hast keine Ahnung. Wolf guckt sich das Ganze nochmal an. Greift sich einen Chip, damit ist es entschieden. Alle drei Sachen brennen. Wer hatte das denn? Ach nee, sind wir schon in der Auflösung? Ja. Ja, wir sind in der Auflösung. Wer hatte das? Niemand. Ja. Tricky, tricky, tricky. Aber keiner hat's, also keiner verliert. So. So, wir sind bei Frage 22. Was schenkte Karl der Große angeblich Papst Leo III. Um 800 anlässlich seiner Kaiserkrönung? A. Windeltuch Jesu. B. Seinen eigenen Sohn. C. Die heilige Vorhaut Christi. Und da frage ich einfach mal Lisa. Sie war hier schon. Oh, Eddie. Oder who? Was? Sie haben das Tuch angekreuzt. Anja sagt jetzt, es war wahrscheinlich sein Sohn, aber ich glaube nach wie vor, dass es eine Reliquie war. Ich hätte selber Vorhaut gesagt, wir haben uns auf Tuch geeinigt. Ihr habt euch auf was geeinigt? Auf das Tuch. Das Windeltuch. Gegenstimmen. Aha, das ist natürlich die Vorhaut. Ich weiß das, weil meine wurde auch verschenkt an den derzeitigen Papst. Das ist ein... was? Team Heiden. Ja, auch Team. Wir haben die Vorhaut gewählt. Und das ist die absolut richtige Antwort. Wir haben eine Auflösung als Video, als Fotobeweis. Wir schauen mal kurz auf die Auflösung. Ja, da sehen wir es. Ja, wir haben es verstanden. Dankeschön. Haben wir noch ein zweites Bild? Nee, ne? Das war so ein schöner Tag. Also, gibt es tatsächlich als angebliches Heilig. Also die Vorhaut Christi, wer hatte das denn richtig? Das haben richtig Team Heiden und Team Benjamin Bierchen, sonst niemand. Oh! Oi, oi, oi. Und das ist bei solchen Fragen jetzt natürlich spielentscheidend. Auf 10 Punkte ran. Kein anderer hat es richtig. Aber noch führen die Funkmariechen. Ihr führt noch. Und wir haben nicht mehr so viele Fragen. Korrekt. Hey. Was? Team Heiden? Ja, Team Heiden. Ey, die Antwort. Ja. Ja, dann sag doch nicht nur Benjamin Bichel, das kann jetzt richtig. Oh. Nein, das habe ich nicht gesagt, Andreas. Was? Team Heiden hat's richtig. Ja. Doch. So. Ja, ich übertrage doch jetzt nicht die Punkte, das mache ich doch nur am Ende. So, Frage Nummer 23. Was haben Thomas Seidel, Prince William und Lady Gaga gemeinsam? Anyone? Also Simon. Wir haben auch überlegt, es könnte auch der Geburtstag sein oder irgendwas, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie alle schon in Hollywood-Produktionen mitgespielt haben. Ja. Ja, hier vielleicht noch. Gaming to the Max, nein. Sophia? Filme, Mann, Filme! Frage 23, Thomas Seidel, Lady Gaga und Prince William, was haben die gemeinsam? Wir haben tatsächlich einfach gesagt, das Sternzeichen. Ah, Sternzeichen. Müssen wir eigentlich gegen googeln. Ja. Aber richtige Antwort. Also allein von den Reaktionen ist so eine geile Antwort, aber nee. Aber jetzt googelt mal die Geburtsdaten. Vielleicht stimmt's. Dann ja. Gebe ich einen Punkt. Oh, macht der Kollege. Aber richtige Antwort eigentlich von uns intendiert. Alle drei haben schon für ein schwulen Magazin posiert. Wir haben die Fotos. So, weiß man natürlich, dass Thomas Seidel im Schwulen war. Das ist Thomas Seidel, das war der Einzige, von dem ich das weiß. Nee, Seidel. Keine Stechfrage. Wir haben keine Stechfrage. Könnt ihr uns dann bitte updaten bezüglich des Sternzeichens? Danke. Und kannst du mal gucken, ob die alle Linkshänder sind? Bitte? Ob die alle Linkshänder sind? Noch einmal googeln, bitte. Die letzte Frage ist. Aber das habt ihr ja nicht aufgeschrieben, oder? Doch. Thomas A. Seidel. Linkshänder haben wir aufgeschrieben. Was hat Team Heim aufgeschrieben? Na, ich lüge dich jetzt nicht an.
Linkshänder, oder? Linkshänder. Ja, aber sind Sie denn Linkshänder? Und habt ihr die Sternzeichen? Ach so. Also, wir brauchen nur die Geburtsdaten von zwei Leuten, Leute. Und wenn mehr als ein Monat dazwischen ist... Seitel oder Seiden? Puh, Leute. Ich seh's schon, ich seh's schon. Naja, nicht die letzte. Ich glaube nicht, dass es die letzte Frage ist. So, wir kommen zur Frage 24, während wir hier noch nachprüfen. Wo habe ich das denn? Habt ihr was, ihr Süßis? Ja. So, Krane, René? Ja. Hallo? Ja. Was denn? Ja, Geburtsdaten haben die... Ja, wir googeln noch. Was gibt's denn da so lange zu googeln? Ihr hattet doch zwei Rechner übrigens. Mach doch schon mal weiter. Nee, ist die allerletzte Frage jetzt. Ja, eben, ist vorletzte. Aber dann kommt die letzte. Seiten. Richtige Antwort haben wir doch gerade gesehen. Jesus, so hat keiner gewusst, dann halt nicht. So. Also, die Frage Nummer 24. Hütchenspiel in real life. Sag mal, das kann doch nicht so lange dauern. Also Sternzeichen, Lady Gaga ist Widder und Herr Seitel mit T ist Steinbock. Also ja, das ist das gleiche Tier. Aber haben Sie alle Frage Nummer Filmen mitgespielt? Nein, nicht Hollywood, nein. Das ist doch eine wichtige Frage, okay. Legitime. Kann man mal nachgucken, weil von zwei wissen wir sicher. Frage ist nur, der Dude können wir uns auf Paar vereinigen, hat oder ist das ein eventuell Problem? Auch im Film mitgespielt. Frage Nummer 24. Ja. Welcher Hut ist es denn? Also, wer hat den Hut mit dem X? Team Heiden. Wir tippen auf René. René, Gegenstimmen. Oh, du hast es nicht? René, mach mal den Hut ab! Krane, René, Hüte zeigen, hallo. Ist der da am Handy? René, wer hat das richtig? Wer hat das richtig? Alle. Alle. Wer hat das richtig? Alle. Alle haben es richtig. Damit der Sieger. Aber alle, das trage ich noch ein, wenn man es offiziell. Rechnen durch? So, wir machen. Wissen, es macht Spaß. Ja. 9, so. Nee, warte mal, 10 Punkte gehabt, 11 Punkte. Oh shit. Wieso 12? Ich bin noch bei Linkshänder. Ja? Nein, 11. 11 ist richtig. 11 ist richtig. 11 Punkte final. Wir haben Team Heiden. 11 Punkte final. Wir haben Gaming to the Max. 11 Punkte. Ja. Richtig. 12 Punkte. Ja, weil hier war Vorhaut Christi war richtig. Hier haben wir 12 Punkte, sehe ich es richtig? Und wir haben hier 10, 11 Punkte. Ist das richtig für alle Teams? Andreas. Ja. So. Haben wir live? Nachzählen, wie oft der Ingo Bier gesagt hat. Zwei von uns. Okay, Stechfrage. Stechen. Zwischen den Fuchtmariechen und Team Heiden. Die müssen beide einen Repräsentanten zu mir schicken. Einen Repräsentanten. Wir schicken Tobi Escher. Ey, du hast keine Chance. Tobi. Wir schicken unseren besten Mann. MVP Matthias. Nein, ich hab... Mach es. Das ist doch egal gewesen. Okay. Oh Gott. Matze. Was ist das? Okay. Holy shit. Warte, wir machen das hier oldschool. Oh, Matze zieht dich ganz aus. Ja, genau. Okay, Matthias und Tobi, habe ich noch einen zweiten Stift? Ja. Ihr beide. Oh shit. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt gerade live? Jetzt. Wer näher dran ist, jetzt gewinnt. Alle anderen Ruhe.
Warum müssen wir das denn jetzt? Ja, nur ihr. War ein kleines Gimmick. Nein. Keiner hilft. Keiner hilft. Keiner hilft. Ey. Nein. Jetzt. In diesem Moment. Wir haben einen Screenshot. Zeit läuft. Zeit läuft. Beide Streams? Ja, beides. Wird alles auf rocketbeans.tv. Ja, ja, auf rocketbeans.tv. Beide Streams. Oh, Alter, Salda. Sorry. Okay. Scheiße, ey. Okay. Sind wir ready? Alle bitte nochmal hinsetzen, ganz kurz. Nein, okay, bleibt hier, scheiß drauf. Bleibt hier, scheiß drauf. Wir haben Tobi mit 8312. Wir haben 18.500. Ich glaube an euch. Schön wär's, sag ich mal. Wir gucken live auf den Stream. Ja? Oh. Ja. Wow. Team Heiden. Nimm mal die Leuchte. Leuchte. Also. Geil. Ihr kriegt, ihr habt gewonnen die 6. Ausgabe vom Kneipenquiz. Damit Vorhaut. Euer Hashtag. Wir geben hier nochmal das an euch. Ich gebe es dir mal, Schröck, als Repräsentant. Der 3. Sieg für euch. Damit seid ihr das Team, was am meisten gewonnen hat. Bleibt mal noch. Denn wir haben noch das Community-Sieger-Team. Team Heiden. Geil. Also, Dankeschön. Noch einmal ganz kurz setzen. Setzt euch nochmal mit der Trophäe. Dürfen wir eins nochmal machen? Eins nochmal kurz machen? Ja. Das wollte ich schon immer mal machen in meinem Leben. Oh. Wenn ich Team sage, sagt ihr Heiden. Team? Heiden! Team? Heiden! Team? Heiden! Geil. Team Heiden zum 3. Mal gewonnen. Einmal nochmal Platz nehmen. Nehmt die Leuchte mit. Geilo. Und haben wir Community? Noch nicht ganz. Okay. Puh. Also, denn wir haben hier unseren Bodensieger bestimmt. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Sieger, denn auch die Community hat hier den Abend über mitgequizt. Da fliegen die Gläser. Wir haben noch einen 2. Sieger. Ein Team aus der Community. Das höchstwahrscheinlich beschissen hat, scheißegal, wir hauen trotzdem die Gutscheine raus. Jungs. Ich würde sagen, Andreas, du gehst mal live dahin, oder? Haben wir das Team? Aber wissen wir wo? Nee, aber zur Auswertung. Really? Really. Zu wem gehe ich denn da? Okay. Da vorne links. Okay, wir checken das mal. Oh, kommen wir da rum? Oder müssen wir so rum? So rum, ne? Ja, komm, folgt mir einfach. Ihr könnt gleich die Sachen bringen, wenn wir es haben. So, okay, einmal noch außen rum. Hi, hallo. Fünf? Achso. Hi, hallo. Das, ne? Hallo, hi. Wäre auch geil gewesen, wenn wir den Freund von Cora Schumacher hier gehabt hätten für die Tattoo-Frage. Was? Oh, jetzt wird's hier, hier wird noch. Schau mal, jetzt hier behind the scene. Ich liebe die Leute. Nein. Team Auswertung. Gibt's schon einen Stand, was die Community betrifft? Ja. Ja. Die ersten 3 haben wir. Wir brauchen nur das Siegerteam. Es gibt 3 Siegerteams. Ja, das haben wir nicht bedacht. Dann nennen wir die Siegerteams. Mit 13 Punkten sind 3 Teams gleichstandmäßig vorne. 187 Walldörfer Straßenbande. Die da hinten. Und das Team Work. Danke. So, ja, bleib ruhig da, wir müssen ja eh zurück. So. Oh, wer steht denn hier in der Stolperfalle, Alter? Haben wir die Sachen? Ja, macht mal repräsentativ. Die Sachen geben wir auch nochmal raus. Das könnt ihr mal verteilen an die Siegerteams, ihr kleinen süßen Kranen, immer mehr als 1. So, das kriegt ihr jetzt schon mal, die Teams. Die Gutscheine reichen wir danach. Ja, gebt einfach 2 pro Tisch bei 5. So,
Also, danke an die Community-Teams. Herzlichen Glückwunsch mit 13 Punkten hier abgeräumt. Im Übrigen, mit 13 Punkten, genauso gut wie Team Heiden. Aber mit Handy. Aber mit Handy, genauso ist es, im Gegensatz zu Gunnar, unserem Ehrenmann. Team Heiden zum dritten Mal gewonnen, da sind wir die Community Teams. Genau, Gutscheine gibt es da im Wert von 3,50 Euro für den Rocket Beans Shop. Wer hat denn hier noch, wo ist das andere Siegerteam? Herr Andreas. Krane. Heute. Müssen wir uns jetzt wirklich auflösen? Was auflösen? Team Heiden? Nein. Nein? Na, vielleicht doch. Überlege ich mir bis zum nächsten Mal. So, Jungs, genau, ihr verteilt das dann auch. Wir sehen, das haben wir alle Teams einmal gesehen. Danke an alle, die hier heute mitgespielt haben beim vierten Geburtstag vom Kneipenquiz. Herzlichen Glückwunsch an Team Heiden zum dritten Mal gewonnen. Danke an alle, die hier heute mitgewirkt haben an der Produktion. Das war's. Danke an Krane und René. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Kneipenquiz.